Warriors, gladiators, international wrestling stars. For the first time ever, these eight men will step into the Unlimited Wrestling ring to determine the winner of the Red Diamond Cup and write European wrestling history in the process. Ladies and gentlemen, welcome to Unlimited Wrestling. Welcome to Wrestling. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu Unlimited Wrestling Festival Day 2! His chains as he draws near, power like children in trembling fear. Ashes to ashes, dust to dust, your time is up. He's here. It's Krampus. Der folgende Kampf ist das erste Halbfinale. Es ist ein Singles-Match festgesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 105 Kilogramm. Aus Salzburg ist der Winterdämon Krampus! Freunde des guten Geschmacks an den Video-Endgeräten eurer Wahl. Da sind wir wieder bei Wrestle Tag 2 und wir machen genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, nämlich mit dem Red Diamond Cup. Wir starten in das erste Halbfinale. Wir sehen hier den Krampus, aber auch heute bin ich nicht alleine. An meiner Seite, wie immer, Paraflo. Hi, Para. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sehen hier Krampus, der hat heute einen sehr, sehr schweren Gegner, nämlich Eric Young, bekannt aus TNA und WWE, NXT unter anderem. Ja, es ist die zweite Runde des Red Diamond Cups. Du sagst es, Eric Young, ein sehr schwerer Gegner. Was aber für den Krampus spricht, er hat in der ersten Runde Nick Aldis besiegt und das ist ja auch mal eine ordentliche Hausnummer. Und sein Gegner auf dem Weg zum Ring mit 235 Pfund. Aus Nashville, Tennessee, the World Class Maniac, Eric Young! Du hast es eben angesprochen, Para. Eric Young, ein Mann, der Erfahrung überall auf der Welt gesammelt hat. Der World Class Maniac, also der Verrückte mit Weltklasse-Niveau. Ich unterbreche dich hier mal kurz. Hörst du dir das? Hör dir das mal an hier, wie beliebt Eric Young hier bei Unlimited Wrestling ist. Absoluter Wahnsinn. Normalerweise hört sich das bei Krampus immer so an. Jetzt ist ja der Eric Young hier etwas beliebter. Ja, ein Vorgeschmack auf diese Beliebtheit von Eric Young haben wir auch schon gestern gehört, als er in der ersten Runde Martin Guerrero besiegen konnte. Und dieses Halbfinale ist natürlich unglaublich wichtig, denn wer immer dieses Match gewinnt, ist nur noch ein Match vom Finale und somit auch vom Sieg des Red Diamond Cups entfernt. Und liebe Fans, keine Sorge, wir haben das gesamte Turnier am heutigen Abend für euch. Also ihr verpasst halt überhaupt nichts, beide Halbfinalmatches und natürlich das Finale. Los geht's, Krampus gegen Eric Young. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Dürfte es sehr hart werden. Hier hast du der erste Lockup in die Ecke. Krampus hier mit der Oberhand, aber Eric Young kann das Ganze nochmal umdrehen. Oh ja, beide schenken sich hier nichts. Sehr intensiv sind hier beide Wrestler ineinander verkeilt. Ja, das war so ein bisschen Kraft des Gegners ausprobieren. Wie viel Kraft hat er wirklich? Wie weit kann ich gehen?
Das ist schon gut zu wissen während des Matches, wie kräftig dein Gegner ist. Und hier der nächste Lockup. Eric Young hier mit der Oberhand. Hat hier Krampus im Lockup. Der Krampus befreit sich, wirft Eric Young in die Seile und hält dem Shoulderblock stand. Damit hat Eric Young jetzt erstmal nicht gerechnet, so wie das ausschaut. Es ist alles noch ein bisschen Rumgeplänkel noch. Wie gesagt, so ein bisschen die Kraft vom Gegner austesten, was er alles so kann. Und hier der nächste Lockup. Es geht in die Seile. Oh, Eric Young fällt. Krampus, die Mauer aus Österreich. Zumindest momentan für Eric Young. Er lacht, sagt, okay, ich weiß Bescheid. Ich habe dich vielleicht etwas unterschätzt. Ja, jetzt weiß Eric ich aber Young, Bescheid. Der nimmt es hier sportlich. Er sagt, okay, ja, ich weiß, mit was ich es hier zu tun habe. Also stelle ich mich drauf ein. Ja, ein Mann mit der Erfahrung, wie sie Eric Young hat, der kann mit allem fertig werden. So, der nächste Lock-up. Ja, Krampus wird hier in die Ringecke gedrückt von Eric Young. Da wird der Arm vom Krampus verdreht. Wippen, Reversal. Eric Young springt über den Krampus hinweg. Ansatz zum German Suplex. Krampus blockt mit diesem Elbow. Oh, und hast du gesehen, wie weit Eric Young da weggeflogen ist? Ja, das sagt Krampus nochmal nicht so, mein Freund. Der Krampus, der Winterdämon. Wir sprechen ja auch im Zusammenhang von anderen Wrestlern immer mal von der Naturgewalt, aber ja, dieses Wort Naturgewalt, das kann man durchaus auch für den Krampus gebrauchen. Schau dir nochmal an, wie leicht er hier... Suplex-Ansatz, er hat ihn einfach aus der Luft gepackt. Wahnsinn. Aber Eric Young wieder am Drücker. Whip-in, Reversal. Da zeigt uns Eric Young seine Körperbeherrschung. Schulterblock gegen den Krampus, schlittert unter den Beinen vom Krampus weg. Dropkick, sehr schön gemacht. Snapmare von Eric Young. Und ist der Pin-Versuch hier 1. Das geht nur bis 1. Da steckt noch viel zu viel Kraft im Krampus. Schlägt hier weiter auf Krampus ein. Der Whip-In Krampus taucht drüber und rollt hier Eric Young ein. Na, da zeigt sich der Krampus auch von seiner sehr beweglichen Seite. Das denkt man oft gar nicht, wie agil dieser Mann auch unterwegs sein kann. Ja, das stimmt allerdings, wenn man ihn so anschaut, Muskeln über Muskeln. Da denkt man gar nicht, dass so ein Mann so beweglich sein kann. Da arbeitet hier erstmal die Brust von Eric Young, die sich immer röter färbt. Ja, ich denke, da wird wohl Eric Young ein Andenken auf seiner Brust mit nach Nashville nehmen. Zumindest für eine ganze Weile, wo sich da der Unterarm vom Krampus verewigt hat. Schlägt hier weiter auf Eric Young ein. Wieder der Whip in. Und da fährt Eric Young die Beine aus und Krampus rennt da mit voller Wucht hinein. Und es ist Eric Young auf dem dritten Ringseil. Moonsault, aber Krampus war schon weg. Oh. Hat er sich so ein bisschen selbst verletzt? Ja, der Moonsault war wunderschön ausgeführt, aber nützt natürlich alles nichts, wenn die Aktion ins Leere geht. Oh, da hat sich Eric Young verletzt am Arm, wie es ausschaut. Oh, ist das jetzt die matchentscheidende Aktion gewesen? Wir kennen aber auch, wie Eric Young drauf ist. Vielleicht ist das Ganze auch gespielt, um den Gegner so ein bisschen zu verunsichern. Na, das ist unser Referee, der checkt jetzt erstmal, ob Eric Young noch einsatzfähig ist. Tatsächlich, ja, und jetzt hier. Ja, und Krampus macht das ganz geschickt, ja, geht weiter auf die Schulterpartie, auf diesen Arm los. Jetzt hat er hier eine Schwachstelle bei Eric Young gefunden, die er ganz systematisch weiter bearbeitet. Wenn du bei so einem Gegner wie Krampus eine Schwäche zeigst, dann nutzt die knallhart aus. Das müsste eigentlich Eric Young auch wissen. Jetzt tritt der Krampus noch auf die Schulter von Eric Young ein, verdreht den Arm hier weiter, schickt Eric Young knallhart zu Boden. Ja, die Unterstützung von den Fans, die hat Eric Young in dieser Phase des Matches auch dringend nötig. Er
siehst du es auch an seinem Gesicht, ja, was dieser Mann gerade für Schmerzen leidet. Der Krampus hat seine Arme wie einen Schraubstock um den Arm von Eric Young geschlungen. Eric Young visiert hier auch das unterste Ringseil an und versucht da irgendwie hinzukommen. Ja, so Stück für Stück mobbt sich Eric Young schafft's. Richtung Seile. Ja, jetzt hat er das Seil erreicht. Der Krampus muss lösen. So packt sich hier wieder Eric Young. Wow, wie leicht der Krampus Eric Young hier aushebt zum Body Slam. Als wäre der ein Spielzeug. Beweitet hier weiter den Arm. Direkt so der nächste Stump auf diesen schon verletzten Arm folgen. Oh, es war gleich ein Splash. Ja, da wurde gleich die gesamte Schulterpartie hier geplättet von Eric Young. Der Krampus steigt jetzt aufs zweite Seil. Er möchte fliegen. Aber Eric Young, oh! Das zweite Ringseil reißt. Hoffentlich hat sich jetzt der Krampus nicht dabei großartig verletzt. Oh, da ist der Krampus ganz unglücklich gestürzt. Und Eric Young kommt zurück ins Match. Profis, wie es beide sind, machen sie hier einfach weiter. Mit nur zwei Ringseilen. Spinebuster! Ja, aber man sieht, die Schulter von Eric Young ist auch weiter angeschlagen. Ja, dieser Unfall mit dem Ringseil, das hat den Krampus doch ganz schön aus dem Konzept gebracht. Aber obwohl, das haben wir gestern auch schon gesehen, ja, der Krampus, plötzlich spürt er keine Schmerzen mehr. Ist der Krampus in seiner eigenen Unsterblichkeitsphase angekommen, schlägt hier mit seinen Hörnern zu. Krampus ist kein Mensch. Krampus ist irgendwas Übernatürliches. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, Krampus, ja. Springboard-Aktion vom untersten Seil, läuft aber in den Cutter von Eric Young. Cover geht aber nur bis zwei. Ja, ist natürlich auch ungewohnt, ja, wenn man das mittlere Ringseil gewöhnt ist und plötzlich fällt das mittlere Ringseil weg und man auch umdenken muss in seiner gesamten Strategie. Da wollte gerade Eric Young den Piledriver ansetzen, aber durch diesen verletzten Arm ging das nicht mehr und jetzt zeigt dann Krampus den Pin. Oh, jetzt will der Krampus den Sack zumachen. Der Ansatz zum Swinging TKO. Aber Eric Young kontert. Nochmal Ansatz zum Piledriver. Klappt er dieses Mal? Piledriver! Und Eric Young gewinnt. Gewinner dieses Matches via Pinfall und damit der erste Finalist des Red Diamond Cups. Der World Class Maniac Eric Young. Wir halten fest, der erste Finalist im Red Diamond Cup steht fest, Eric Young. Er wird dann später auf den Sieger des Matches EC3 of Rochester treffen. Was natürlich heute auch noch im Programm haben werden. Trotz seines lidierten Armes konnte sich hier Eric Young gegen das übernatürliche Wesen Krampus durchsetzen. Und das ist durchaus eine Riesenleistung. Und du sagst, es wird der verletzte Arm nachher im Finale eine Rolle spielen. Ich bin mir sicher, EC3 und Rochester haben sich dieses Match ganz genau angeschaut und werden diese Schwäche im Finale nicht übersehen. Dann ist der folgende Kampf das zweite Halbfinale und es ist ein Singles-Match festgesetzt auf einen Fall. In Begleitung von JD auf dem Weg zum Ring mit 86 Kilogramm aus Russland. Ich präsentiere euch Rochester! Und wir machen
direkt weiter mit unserem zweiten Halbfinalmatch. Eben haben wir schon gesehen, Eric Young besiegte den Krampus. Eric Young ist somit der erste Finalist. Jetzt entscheidet sich, gegen wen Eric Young im Finale antreten wird. Wird es Colchester sein oder wird es der heutige Gegner von Colchester sein? Rochester, ein Mann, der sich stark verändert hat über die letzten paar Monate, hat heute also den Brocken Easy Free im Weg zum Gewinn des Red Diamond Cups. Wir werden sehen, wie er sich schlagen wird. Staturtechnisch natürlich hier Rochester etwas unterlegen, um es mal freundlich auszudrücken. Aber Kraft ist nicht alles, es zählt auch die Technik. Und das hat Crowchester schon des Öfteren gezeigt. Und wir sehen es hier, da prüft Crowchester zur Sicherheit gleich nochmal das zweite Ringseil. Ja, ein Mann wie er, ein Highflyer, der muss sich natürlich auf die Tragkraft der Ringseile verlassen können. Gestern hat er übrigens Doug Williams in der ersten Runde des Red Diamond Cups besiegt. Weg zum Ring mit 110 Kilogramm, the East Central Character and Father of Control Your Narrative, EC3. Oh, da gibt es direkt mal den Stare-Down zwischen EC3 und Colchester. EC3, der wurde ja gestern schon euphorisch hier bei Unlimited Wrestling willkommen geheißen. Und wie ihr hört, liebe Fans, am heutigen Tag ist das nicht anders. Gestern konnte sich EC3 in der ersten Runde gegen Marius Alani durchsetzen. Und ja, auch hier, beide Männer sind nur noch einen Schritt vom Finale entfernt. Eric Young wird sich dieses Match mit Sicherheit ganz genau anschauen. Und los geht's. Der Lockup hier von Crowchester und EC3. Etwas überraschend. Ja, ich wollte schon sagen, Crowchester schafft es, EC3 in die Ecke zu drücken, aber nein, EC3 stößt ihn komplett weg. Also der Ausgang der Aktion war dann nicht überraschend, würde ich sagen. Ja. Crowchester berät sich hier erstmal mit JD. Ja, man sieht es hier, die Publikumsreaktionen gehen EC3 durch Mark und Bein. Ja, Crowchester versucht es hier wieder mehr mit Kraft. Das ist ja wirklich ungewöhnlich, diese Taktik. Er stößt ihn einfach weg, als wäre Crowchester nichts. Ja, da zuckt EC3 nur mal kurz mit der Schulter. Ja. Es kostet ihn nicht mal eine einzige Schweißperle. Also da muss sich Crowchester wirklich eine andere Taktik einfallen lassen. Hier muss er wirklich seine ganze Geschwindigkeit, sein High-Flying-Arsenal ausspielen. Das ist jetzt so der Tritt in die Weichteile von EC3. Jetzt der Lock-up. Ja, da zieht Rochester hier sehr fest an, will EC3 natürlich die Luft rauben. Aber EC3 mit all seiner Kraft, er schafft es hier, Crowchester wegzustoßen. Auch EC3 eine Mauer für Crowchester. Ja, der Hip-Toss wird abgeblockt, da wiegt EC3 einfach zu viel. Aber hier der Hip-Toss von EC3. Und wieder dieser Shoulder-Block. Und jetzt zeigt EC3, dass er auch diesen Schraubstock um den Hals schließen kann von Crowchester. Ja, drückt hier ordentlich zu. Crowchester versucht sich hier verzweifelt irgendwie zu befreien. Vielleicht gelingt ihm das mit diesen Schlägen in den Magen.
Ja, jetzt stößt der Easy Swing die Seile. Leapfrog. Da prallt er aber schon wieder an dieser Mauer namens Easy Swing ab. Rochester etwas ratlos, berät sich jetzt nochmal, wie man gegen Easy Free denn vorgehen soll. Weil krafttechnisch verliert er höchstwahrscheinlich das Duell und es geht Easy Free auch raus. Erstmal JD im Weg. Ja, JD, der ja in letzter Zeit der Berater von Rochester ist. Mit diesen unfairen Aktionen kann jetzt hier Rochester die Oberhand gewinnen. Die Frage ist, wie lange natürlich. Rochester drückt Easy Three in die Ringecke. Jetzt gibt es hier diesen doppelten Handkantenschlag an die Brust von Easy Three. Schwebt ihn, aber Easy Three stellt sich da quer. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt ein paar Schläge. Vielleicht klappt es ja jetzt. Nicht wirklich. Es gibt wieder diesen harten Job auf die Brust von Rochester. Und direkt noch einer. Aber Easy Free lässt da nicht locker. Es soll noch einer folgen. Verdreht hier den Arm. Und wieder ein unglaublich harter Job. Aber Easy Free lässt hier immer noch nicht los. Es soll wahrscheinlich noch ein weiterer folgen. Das Publikum so, fordert es. One more time. Aber der Sidewalk Slam. Ja, Rochester, der hat da schon ganz schön zu tun. Oh, JD hält hier den Fuß von Easy Three fest. Die Verwirrung nutzt Rochester aus und greift Easy Three von hinten an. Step up in Sigiri. Oh, Easy Three geht zu Boden. Uppercut von Rochester. Das Cover von Rochester. Ah, das war noch zu früh, da hat Easy Three noch zu viel Kraft. Easy Three gezeichnet von der Attacke von gerade eben. Aber Rochester lässt nicht locker, immer wieder dieser Vorarm in der Ringecke. Und das wieder oh. JD. Ah, und unser Ringrichter hat es nicht gesehen, der wurde gerade abgelenkt von Rochester. Oh, und hier diese überhebliche Cover-Einsatz. Die Fans fordern es schon, der Ref soll JD aus der Halle befördern. Hier ist Danny Moonsault. Und er trifft mit voller Wucht. Schau dir mal die Brust von Rochester an. Deutlich gezeichnet von diesen harten Chops von Easy Free. Aber das stört ihn kaum, bis gar nicht. Und geht hier weiter auf Easy Free natürlich los. Bringt ihn zurück auf die Beine. Easy Free befreit sich. Rochester muss in die Ringecke. Easy Free stürmt aber ins Leere. Rochester zieht ihm die Beine weg. Was hat er jetzt vor? Oh, jetzt gibt es hier diese unschöne Aktion. Cheap Shot am Ringpfosten. Solche Aktionen hätte man früher von Rochester nie gesehen. Und das Publikum fordert es, schmeiß ihn raus. JD, der Manager, Berater, wir wissen eigentlich gar nicht, was seine offizielle Funktion ist. Er ist dabei. Er soll vom Ringrichter entfernt werden, aber noch darf er im Ring bleiben. Rochester tritt hier weiter auf Easy Free ein. Ja, der Boston Crab Ansatz, ja. Im Hintergrund sieht man auch JD. Ah, Easy Free, der versucht sich ja dagegen zu stemmen, dreht sich raus. Aber Rochester setzt weiter nach. Versucht natürlich Easy Three weiter am Boden zu halten, damit dieser gar nicht wieder auf die Beine kommt. Immer schön auf den unteren Rückenbereich, das ist wichtig bei so einem Kraftpaket wie bei. Oh, und da hat Rochester den Ringrichter schon wieder abgelenkt, hat diese Ablenkung erneut zu einem Tiefschlag genutzt. Easy Three wird jetzt hier am mittleren Ringseil gewirkt. Der ist natürlich sehr angeschlagen. Das Match ist ein neuer Tiefpunkt in der langen Historie, mittlerweile jetzt schon, der Unfairness von Rochester. Jetzt findet sich Easy Three hier in diesem Sleeper Hold wieder. Er versucht sich rauszupowern, bekommt ja auch die Unterstützung der Fans und gelingt es ihm, aber Rochester setzt schon wieder weiter nach, bringt Easy Three wieder auf die Knie.
und tritt hier weiter auf die Knie ein. Er möchte ihn zu Fall bringen. Ohne Beine kann natürlich Easy Free keiner guten Aktion zeigen. Und jetzt hier der Kick von Easy Free und wieder in die Weichteile. Und der Ref hat sich gesehen, weil JD ab den Ref ablenkt. Und wieder fordert es das Publikum, schmeiß ihn raus. Alle haben es gesehen, nur der Ringrichter nicht. Aber Easy Speed, der gibt nicht auf. Clothesline, Elbow. Rock Bottom. Ganz locker mit einem Arm. Wahnsinn. Ja, schauen die doch mal an. Natürlich schafft das mit einem Arm. Und, jetzt, und da greift JD schon wieder ein. Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt reicht's für Easy Free. Er geht hier auf JD los. Jetzt bekommt er seinen eigenen Mike Rochester ab. Aber JD im Hintergrund lauert schon Easy Free. Kick in die Weichteile von Crowchester. Oh, und der Ringrichter. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ja, da hat Easy Free schon recht. Zweimal hat das Crowchester gezeigt. Gewinner dieses Matches via Disqualification. Und damit der zweite Finalist, Crowchester. Das darf wirklich nicht wahr sein. Crowchester hat einen Tiefschlag nach dem anderen gezeigt. Der Ringrichter hat es nie gesehen. Jetzt wollte sich Easy Three revanchieren, zeigt selbst diesen Tieftritt. Kev the Ref schaut in dem Moment gerade hin und jetzt disqualifiziert Easy Three. Jetzt muss aber Crowchester aufpassen. Jetzt. Ja, jetzt hat Easy Three nichts mehr zu verlieren. Nee. Wenn er es doch großartig kassiert, ist er im Finale vielleicht angeschlagen. Das ist nicht so taktisch klug. Das wie der JD. Und JD muss auch noch einen Tiefschlag einstecken. Tja, Easy Three mag zwar ausgeschieden sein, ist hier aber zumindest in den Augen der Fans der moralische Gewinner. Und wir haben unsere Finale-Para, Eric Young gegen Crowchester. Die beiden werden nachher den Red Diamond Cup auskämpfen. Die große Frage ist natürlich, wie angeschlagen ist Crowchester, aber auch Eric Young. Ladies and gentlemen, let's give it up for EC3. Der folgende Kampf ist ein Triple Threat Match angesetzt auf einen Fall. Es geht weiter mit einem Triple Threat Match. Wir sehen hier Pascal Spalter, der Held der Hauptstadt. Kontrahent Nummer 1 mit 121 Kilogramm aus Berlin. Pascal Spalter! Und Pascal Spalter, der müsste sich ja inzwischen ganz gut in Multiman-Matches auskennen. Gestern stand er in diesem Four-Way-Match, heute in einem Three-Way. Mal schauen, wie sich der Held der Hauptstadt heute gegen seine Gegner schlagen wird. Gegen Marius Alani und gegen Fast Time Voodoo. Der Held der Hauptstadt, der Mann der Zeitgeschichte, gehört mittlerweile auch irgendwie zum Inventar von Unlimited Wrestling. Hatte ja schon ein paar Auftritte. Und heute will er dieses Triple Threat Match gewinnen. Alani!
Mario Salani, der Mann, der sich gestern ein Jahrhundert-Match geliefert hat gegen EC3. Er ist ein wirklicher Wettkämpfer, der keine Herausforderungen scheut. Kilogramm aus Leipzig. Er steht für Kampfkunst. Fast Time Budo. Und Para, ich frage dich, was wäre ein Wrestival ohne den allerersten Champion in der Geschichte von Unlimited Wrestling, ohne Fast Time Mudo, den Mann mit den härtesten Kicks im Business? Es würde was fehlen. Und schön, dass er da ist, hier in diesem Triple Threat Match gegen Mario Salani und Pascal Spalter. Ja, Fast Time Mudo, ein Mann, der wirklich jede Wrestling-Card aufwertet. Und das dürfte ein ganz interessantes Aufeinandertreffen werden. Drei Männer, die sich nichts schenken werden hier in diesem Match. Ich denke, so viel ist sicher. Ja, da will Alani Mudo schon so ein bisschen die Show stehlen. Und Pascal Spalter, der macht da gleich mal mit. Ja, Pascal Spalter, Mario Salani, beide Männer mit einem sehr, sehr großen Ego. Match wird angeläutet. Mario Salani ist auch so ein Mann, der das Regelwerk sehr, sehr weit ausdehnt und gerne mal an die Grenzen geht. Hauptsache, er hat den Erfolg. Schlägt hier auf Pascal Spalter und Fast Time Mudo ein. Geht hier ab wie ein Maschinengewehr. Kassiert hier die Watschen und Pascal den Kick, Spalter. Ja. Also das Beste aus beiden Welten jeweils von Mudo und Spalter. Und wird erstmal aus dem Match geschafft. Also jetzt erstmal ein Einzelmatch, bis Mario Salani wieder zurück ist und sich wieder gefunden hat. Pascal Spalter gegen Fast Time Mudo. Würde ich auch mal gerne als Einzelmatch sehen. Ja, hier ist das Duell der harten Kicks gegen diese harten, spaltenden Schläge. Ja, Name ist ja Programm, sagen wir immer wieder bei Pascal Spalter. Und das Alani schon wieder. Ich dachte, er ist ein bisschen länger draußen und hält hier Pascal Spalter fest. Und da kommt Fast Time Mudo und kickt hier Alani. Oh, das hat durch den ganzen Harz geklatscht. Mudo wird unsanft in den Ring zurückgeholt mit diesen Hip-Toss von Pascal Spalter. Wippeln gegen Mudo. Mudo taucht unter der Klosse durch. Wird abgefangen von Spalter. Und das Alani wieder. Ja, Alani, den darf man niemals abschreiben. Stopkick! Bisschen versehentlich hier der Pin. Oh, Ankle Lock, jetzt schon. Ankle Lock, ja. In dieser frühen Phase des Matches. Aber Spalter rollt sich raus. Und eine Roller hier von Fast Time Mudo. Eins, zwei. Doppelter Clothesline von Spalter. Mastertechnisch natürlich Pascal Spalter hier im Vorteil. Da läuft Spalter in den Ellbogen von Alani, hebt aber Mudo wieder zum Body Slam aus. Hebt Alani gleich noch aus. Oh. Body Slam auf Mudo. Ja, da werden beide mal übereinander abgelegt. Das hat ordentlich gesessen. Man sieht es hier am schmerzhaften Blick von Fast Time Mudo. Der Olympic Slam Ansatz. Aber Alani befreit sich, greift ins Gesicht von Spalter. Der Kick von Mudo. Bro Kick. Mudo wird ausgehoben von Alani. Powerbomb gegen Spalter. Auch eine ganz interessante Aktion hier von Alani. Jetzt hier der Pin. Eins, zwei. Aber Mudo kann sich nochmal befreien. In seinem Triple Threat Match kann alles passieren. Ja, hier ist Chaos pur.
Mario Salani, auch ein Mann, der sehr talentiert ist. Auch die WWE war an ihm interessiert. Genauso wie bei Pascal Spalter. Bei Fast Time Mudo dürfte das nur noch eine Frage der Zeit sein. So, im Moment sieht es doch ganz gut aus für Alani. Er hat seine beiden Gegner im Griff. Setzt es hier an. Suplex! Sehr schön ausgeführt. Harter Vorarm in den Rücken von Pascal Spalter. Alani jetzt hier voll am Drücker. Und das ist das, was ich gemeint habe mit Regelwerk. Ziemlich ausdehnen. Aktion im Seil. Jetzt gibt es hier den Schlagabtausch und den Kick-Austausch, ja, zwischen Alani und Mudo. Alani macht das gut, geht auf die Beine von Mudo los. Er weiß natürlich, die Beine sind die gefährlichste Waffe, allein durch die Kicks, die uns Mudo immer wieder präsentiert. Und wie er hier auch wieder sehr schön zeigt. Mudo ist so ein Mann, der kann wirklich aus jeder Situation heraus einen Kick anbringen. Mudo musste erstmal nach draußen im Ring, jetzt Pascal Spalter alleine mit Marius Alani. Bionic Elbows und Schläge von Alani gegen Spalter. Legt hier immer wieder zu. Ja, da gerät der Held der Hauptstadt ins Wanken. Schulterblocks von Alani in der Ringecke. Oh, jetzt soll es hier die Schlagserie geben. Kommt aber nur, ja, nur ein Schlag. Ja, besser einer als keiner, würde sich denken. Fährt hier das Bein aus. Alani rennt hier voll rein. Und jetzt teilt Spalter aus. Mit diesem Watschen. Aber auch Alani, ja, ein Mann, der sehr gut mit Kicks umgehen kann. Freit sich hier durch diesen Tritt. Wow! Crossbody hier von Spalter. Da fliegen einfach mal. Was wiegt der Kerl? 100 Kilo? Bestimmt. Da setzt schon einiges an Masse in Bewegung. Aber Spalter läuft auch hier in diesen Kick von Mudo hinein. Mudo steigt aufs oberste Ringseil. Haben das die beiden schon mitbekommen? Spätestens jetzt! Haut hier mal beide seiner Gegner um. Alle drei Wrestler liegen jetzt am Boden. Den Fans gefällt es. Wer kommt als erstes auf die Beine? Sieht ganz so aus, als ob das Mudo ist. In so einem Triple Threat Match ist es ja ganz wichtig, auch beide Gegner zu schwächen, damit man dann gegen einen anderen Gegner das Cover zeigen kann, ohne dass der jeweils andere eingreift oder unterbricht. Fast Time Mudo jetzt in seinem Tunnel und verteilt hier Kicks an jeden. Mobilisiert nochmal Kraftreserven und gibt hier Vollgas. Und das Alani und unterbricht das Ganze. Ansatz zum Belly-to-Belly, aber Fast Time Mudo hat was dagegen. Ja, da wird Alani erstmal gegen Pascal Spalter gesuplext. Und Mudo, der ist jetzt on fire, der will es jetzt wissen. Jetzt hat er beide Wrestler günstig in der Ringecke, beide seiner Gegner. Steigt Mudo noch mal aufs Seil. Was zeigt er uns jetzt? Ja. Er wird doch nicht, oder? Oh, 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 oh. Er wird doch nicht zeigen, was ich jetzt denke, oder? Er schaut fast danach aus. Coast to Coast! Gegen Alani und Spalter. Und hier der Pin jetzt. Eins, zwei. Oh, das wäre es fast gewesen, ja. Ah, da fliegt dieser Fast Time Mudo einfach mal von Küste zu Küste, von Ringecke zu Ringecke. Wahnsinn. Direkt in Berlin rein. Ja, da ist er über Erfurt bis nach Berlin geflogen. Ja, ja. So, geht hier weiter gegen Alani. Zum Pedigree. Ah, Alani kontert. Aber wieder Spinning Heel Kick von Alani. Kann es hier noch befreien. Und im Hintergrund Pascal Spalter kommt auch wieder auf die Beine. Ja, aber Alani jetzt wieder am Drücker. Dominiert jetzt seine Gegner. Belly to Belly Suplex. Ja, dieser Alani, der ist auch eine richtige Suplex-Maschine. Und jetzt soll es wieder gegen Pascal Spalter.
Form. Ansatz, aber Spalle kann kontern und Sherman Suplex. Und direkt noch einer und das. Fast Time Mudo mit diesem harten Superkick und Pascal Spalter mit dem Big Boot. Oh, Mudo wird aufgeladen zum Power Slam. Da bebt der ganze Ring bei Pascal Spalter. Mudo rollt sich erstmal nach draußen. Jetzt und das Alani und Alani schon alleine, ja. Was für ein Close-Line. Läuft in dieser Hammer-Close-Line von Pascal Spalter rein. Olympic Slam Ansatz, aber es geht er durch, er geht durch. Im zweiten Anlauf gelingt es Pascal Spalter. Eins, zwei. Oh, ganz knapp, da kommt Alani gerade so raus. Pascal Spalter kann es gar nicht glauben. Da haben Hundertstel Sekunden gefehlt für den Sieg. Und draußen sehen wir Fast Time Mudo, dass sich wieder langsam zu sich kommt. Rennt hier an und rennt hier voll in den Job rein von Pascal Spalter. Spalter mit diesen Avalanches in die Ringecke. Aber Alani kontert hier, zieht die Beine ein, aber wird nach draußen befördert. Spinning Kick von Fast Time Mudo. Der Black Belt Kick, ja. Eins, zwei, drei. Gewinner dieses Matches via Pinfall. Fast Time Mudo. Dieser Black Belt Kick kam für Pascal Spalter völlig aus dem Nichts. Damit hat er nicht gerechnet. Und so holt sich Fast Time Mudo den Sieg in diesem Triple Threat Match. Wir wissen es ja, der Black Belt Kick. Wenn es Fast Time Mudo gelingt, diesen anzusetzen, dann hat er damit auch immer eine hundertprozentige Siegesquote. Mudo gewinnt, mal schauen, ob er sich in Zukunft vielleicht auch mal wieder für das ein oder andere Titelmatch qualifiziert. Fast Time Mudo ist auch ein Mann, der hier Geschichte geschrieben hat mit dem Gewinn der Unlimited Wrestling Championship. Er war der allererste und befindet sich langsam wieder auf Wegen für eine neue Titelregentschaft. Zumindest für ein Titelmatch. Er sagt es selbst immer wieder, er will keine Titelchancen geschenkt haben, er will sie sich erkämpfen. Und genau das macht er, indem er einen Sieg nach dem anderen einfährt. Der folgende Kampf ist ein Singles-Match, angesetzt auf einen Fall. Und es geht um die Unlimited Challenge Championship. Nicolas Kluth, ein Mann, der auch das Regelwerk ziemlich ausdehnt. Trotz alledem, schaut euch die Fans an. Unglaublich beliebter Mann. Seine Promos vor den Matches, legendär. King fucking Kluth. Du sagst es, Kluth, ein Mann, der das Regelwerk nach seinem Empfinden ausdehnt, aber anders als andere macht er das irgendwie nie, ja, hintenrum, sondern man weiß irgendwie immer, auf was man sich einlässt, ja, bei Kluth. Er steht dazu, sagen wir es mal so. Für Kluth selber läuft es ja gerade richtig gut. Für den Kluth-Brand an sich könnte es allerdings besser laufen. Wir haben ja gestern in diesem Six-Man-Tag-Team-Match gesehen, da gab es so einige Unstimmigkeiten, als sie gegen das Wrestling Jim Hartz verloren haben. Aber ich denke mal, lassen wir Kluth erstmal zu Wort kommen. Ich glaube, ich muss mich vorstellen. Ich mache es aber trotzdem, denn das ist Berlin. Ich bin die Nummer 1.
Heute mal zu kurz lassen, denn ich habe viel zu sagen. Ich bin nicht allein. Zu meiner Seite die schönste Dame hier in Thale, Meneket. Da draußen wollten Fan mir eine schöne Krone geben. Ich halte sie mal kurz hoch. Die wird nicht ganz passen. Die wäre vielleicht was für meinen Gegner. Aber das ist doch was Feines für dich. Soll die Krönung kommen für die Königin? Kat, bitte stell dich in die Mitte zu Cam. Rechts, er ist Submission Ultra, Herbie Vara! Zu meiner Linken, der Koloss aus Leipzig, Chris Titan! Wir sind das Beste, was dieser Liga passieren konnte! Wir sind Unlimited Wrestling! Und jetzt lade ich wieder ein zur Clutshow. Und jetzt wird's besonders, denn mein Gegner. Der versteht mich nicht. So we have to talk in English. You will get it, maybe it's Denglish. Der beste Tänzer hier! So, the fans are excited. I hope you're here back there. Because Henry versus Clue, man. That's exciting. The first time someone challenged me to a promo duel. Someone who has the charisma, has the nuts to say something against King fucking Clued. But that's not it. I mean, yeah, he does his funny entrance. I do my promos. And you sit there clapping, laughing, have the fun of your life. But for the enemies, they are frightening. That's not a fight, that's a war. Man, lightning, punchlines. Because we don't talk. We cut promos till their fighting spirit extinguished. So that's why you're excited. And because I'm the only German wrestler who can cut a great promo in English. But let's face it, Joe, I mean, you have the look, good-looking guy, if I can say that. I mean, you're from Scotland, and I don't drink Scottish whiskey, but hey, you funny entrance, and you're singing, but what's so special about that? I mean, everybody can sing. Here's something from The Lion King you maybe know. Listen. Can you feel the clue tonight when he slaps your face? It's enough to make Joe Henry cry when I kick his fucking ass. See, that's easy. So let's put away everything I have. Let's say I just stay here in boxer shorts. I still King fucking Clue. I come out here, have the big balls. Let's say we take away your entrance, your funny punchlines, your little video. I mean, then you're nothing more than a normal 50 bucks British wrestler who comes overseas to steal my spot. And let me tell you this. I don't respect you, because for me, you're just another Inselaffe.
So please, give it everything you got. Give me your entrance. Please mock me. Challenge me. I want a fucking challenge. But in the end, I will kick you back to Shotland. And I have one request. Could you please go there and say, I got beaten by the number 1 aus Berlin, King fucking Knut. Guys. Zu meiner Rechten der Herausforderer mit 252 Pfund aus Edinburgh, Scotland, Joe the Answer Hendry. Zu meiner Linken in Begleitung des Knut Brands mit einem Gewicht von 49 Flaschen Whisky aus dem Weddinger Kiez, die Berliner Schnauze Nikolas Knut. Der Referee für dieses erste Titelmatch des heutigen Abends ist Kev the Ref. Ring frei. Liebe Fans, keine Angst, wir sind nicht weg, wir sind immer noch da, aber wir wollten euch dieses gesamte Spektakel einfach mal unkommentiert stehen lassen. Ja, erst natürlich die lange Promo von Nikolas Knut und danach dieser grandiose Entrance von Joe Hendry. Redde, du kannst da bei beiden Sachen nicht reinquatschen. Das musst du einfach so stehen lassen. Das wäre ein absolutes Sakrileg. Gerade bei einem Entrance, einem Special Entrance von Joe Hendry. So, um den Titel geht es hier genau. Um die Unlimited Wrestling Challenge Championship.
Das erste Titelmatch des heutigen Abends. All unsere Titel stehen heute nochmal auf dem Spiel. Oh, und ich sehe da etwas, der Clute Brand. Er begibt sich Backstage, das kann ja eigentlich nur hilfreich sein für das Match. Ja, hoffen wir mal, dass es hier zu keinerlei Eingriffen kommt. Kev, der Ref, ist hier wieder mal der Referee. Joel Henry gegen Nicolas Clute. Und los geht's. Beide Männer umkreisen sich ja erstmal. Da gibt es ja diesen Stare-Down. Nicolas Clute mit einem unglaublich großen Ego, aber Joe Henry lässt sich davon nicht beeindrucken, nicht einschüchtern. Ja, Joe Henry ist selbst eine Charisma-Maschine. Man hat es gesehen bei seinem Entrance. Und du hörst auch, ja, wie das Publikum hier on fire ist. Lock-up hier von Joe Henry. Hier. Takedown. Da landet Clute erstmal auf der Matte. Ja, Joe Henry, der lässt den nicht locker. Der Kopf von Clute, der wird ja schon knallrot. Klassisches britisches Chain Wrestling. Clute versucht sich da irgendwie wieder auf die Beine zu bekommen. Schafft es so heil. Holt nochmal die Unterstützung der Fans. Jetzt in die Seile. Shoulderblock von Joe Henry. Da wird Clute regelrecht gefällt. Gleich nochmal. I believe in Joe Henry. Da gibt er gleich nochmal seinen Song zum Besten. Aber da läuft Joe Henry ins Knie von Nicolas Clute. Und Anlauf. Und da ist wieder Joe Henry mit dem Shoulderblock. Wow, und wie er der Clute von sich gestoßen hat. Der muss sich ja in der Ringecke erstmal neu sortieren. Ja, man sieht es, wie es im Kopf von Nicolas Clute arbeitet. Der muss sich jetzt hier schon eine neue Taktik zurechtlegen. So, der Kick hier von Nicolas Clute. Ansatz. Ja, er wollte hier wahrscheinlich den Vertical Suplex zeigen, aber Joe Henry kontert. Ja, da haben wir diesen Judo-Überwurf. Hier der Vertical Suplex von Joe Henry. Die Suplex-Uhr steht auf Punkt 6. Was für eine Kraftdemonstration hier von Joe Henry. Geht er nochmal in die Knie. Und da fällt der Baum. Der Pin. 1, 2. Nochmal hier der Submission. Ja, verzweifelt versucht der Clute sich irgendwie rauszuwinden. Schafft das auch so halb, zumindest auf den Beinen wieder. Jetzt gibt es die Faustschläge von Clute in den Magen von Joe Henry, den Mann aus Edinburgh in Schottland. Oh, Joe Henry fliegt ins Leere. Clute kommt ja mit dem Vorarm. Direkt nochmal der Vorarm, aber diesmal mit Anlauf. Und es soll noch ein dritter folgen. Jetzt gibt es einen ganz großen Anlauf. Clothesline in die Ringecke. Jetzt wieder der dritte in die Magengegend. Nicolas Clute nimmt Anlauf und der Kick. Jetzt hat sich das Blatt doch gewendet. Coverversuch, aber Joe Henry kommt bei zwei raus. Und jetzt hat Clute mal den Sleeper holt gegen Joe Henry. Ja, die Beine von Joe Henry sind ziemlich nah am Seil. Ich weiß nicht, ob er das schon realisiert hat. Kev Ref schaut noch ganz genau, ob Joe Henry hier noch bei Bewusstsein bleibt. Rollt ihn hier ein und hier ist schon der Pinversuch. Da kam so ein bisschen aus dem Nichts. Der Kick an den Kopf hier. Jetzt gewinnt das Ego von Clute wieder so ein bisschen Oberhand in diesem Match. Oh, und damit stachelt er einen Joe Henry natürlich nur auf. Der versteht hier keinen Spaß mehr. Wow, der teilt auch miesen Chops aus. Und das merkt Nicolas Clute.
zieht auch voll durch. Oh, jetzt gibt es hier diese knallharten Jobs von beiden Männern. So ein kleiner Wettkampf, wer hat einen härteren Job? Nach den Reaktionen her hat die Joe Hendry. Ja, Kluth geht zumindest schon mal in die Knie. Aber ach, Kluth will sich nicht geschlagen geben. Oh, da legt jetzt Kluth. Oh, jetzt gibt es mal den Gesichtskratzer. So geht's natürlich auch. Und dann der Clothesline von Joe Hendry. Out of nowhere. Dann schau mal ins Gesicht von Joe Hendry. Da ist nichts mehr mit Fun und Games. Der meint es jetzt ernst. Ja, schon etwas genervt von diesem Nicolas Kluth. Der Berliner Schnauze. Nicolas Kluth muss mit dem Kopf auf den Ring-Apron, die härteste Stelle des Rings. Und dann nimmt er mal Platz in der ersten Reihe zwischen den Fans. Mittendrin statt nur dabei. Die Tickets haben sich gelohnt. Ja, und jetzt darf sich Joe Hendry auch mal zwischen die Fans setzen. Jetzt dreht Kluth den Spieß um. Die Action bleibt weiter außerhalb. Soll es hier den Job geben? Aber Hendry war weg! Joe Hendry aus! Ah, und mit der Handkante knallt der Kluth direkt gegen den Ringpfosten. Und er zeigt, wie es wirklich geht. Es geht weiter um den Ring herum. Oh, jetzt muss Joe Hendry gegen den Pfosten. Da konnte Kluth kontern. Mit voller Wucht und da ist nichts dazwischen. Das ist dieser blanke Stahl. Und jetzt sind sie beide zurück im Ring. Kluth setzt weiter an. Knee Drop direkt ins Herz von Joe Hendry. Aber es reicht immer noch nicht. Ja, Cover nur bis zwei. Schau dir mal die Brust von Nicolas Kluth an. Die ist deutlich gezeichnet von diesen harten Chops von Joe Hendry. Kluth macht jetzt genau das Richtige. Er setzt weiter nach, wieder mit einem Sleeper Hold. Vorbildlich angesetzt. Und auch wieder in der Mitte des Rings. Also für Joe Hendry hier sehr schwer, da rauszukommen. Oh, da sitzt Kluth noch Huckepack auf Joe Hendry, aber der tritt Kluth einfach um. Was für eine Kraftdemonstration. Macht er einen Suplex daraus? Vertical Suplex, eine sehr innovative Kontermöglichkeit hier von Joe Hendry. Das macht halt diese jahrelange Ringerfahrung aus, von der Joe Hendry ein bisschen mehr hat als ein Nicolas Kluth. Jetzt holt er sich die Unterstützung der Fans. Tip up. Hendry ist wieder auf den Beinen. Elbow gegen Kluth. Noch einer. Kluth wird abgefangen. Auf die Schultern gehoben und Gorilla Press. Wow. Und jetzt lauert Joe Hendry. Wartet auf Nicolas Kluth. Codebreaker. Coverversuch. Eins, zwei. Oh, das war haarscharf. Fast wäre der Titel weg gewesen von Nicolas Kluth. Du siehst es zur Sicherheit, ja? Doppelt hält besser, greift Kluth auch nochmal ins Seil. Naja, klar, lieber mal auf Nummer sicher gehen. Joe Hendry. Weiterhin etwas genervt von hier von Nicolas Kluth. Headbutt von Joe Hendry, jetzt wieder diese Uppercuts gegen Kluth. Joe Hendry nimmt Anlauf, läuft aber in den Elbow von Kluth. Jetzt läuft er in den Big Boot von Kluth. Und Kluth kommt mit dem Dropkick. Der Shotgun-Dropkick hier von Kluth. Und jetzt möchte er aufs oberste Ringseil. Kluth steht ganz oben. Was hat er jetzt vor? Kluth fliegt. Dropkick gegen Joe Hendry. Eins, zwei. Das wär's fast gewesen. Auch hier kommt Joe Hendry wieder ganz knapp aus dem Cover. Kluth etwas, wirkt etwas verzweifelt. Ja, er fragt sich, was muss ich denn hier noch machen, um diesen Mann an Bord zu kriegen?
Und heute nochmal an Stirn stehen sich jetzt hier beide gegenüber. Vorarm von Klut. Vorarm von Henry. Beide Männer beweisen es hier, dass sie austeilen und einstecken können. Klut jetzt wieder etwas mehr am Drücker. Ohrfeige gegen Joe Henry. Der kontert mit dem Uppercut. Klut mit diesem Schlag in den Magen und dann noch gegen das Kinn. Schlägt hier weiter auf Joe Henry ein, aber der schlägt zurück. Keiner von den beiden will hier kleinen Ball geben. Headbutt. Oh, wieder dieser harte schottische Schädel. Und Klut kriecht erstmal auf allen Vieren durch den Ring. Packt sich hier Klut. Aber der kontert. Will hier den Klut-Face ansetzen? Ja, wird das der Klut-Face? Der nein, ein Roll. Eins, zwei. Das wäre es fast gewesen hier. Ankle Lock von Joe Henry in der Mitte des Rings. Das ist ganz gefährlich hier für Klut. Oh, und Klut, der hat Schmerzen. Rollt sich aber hier raus. Joe Henry muss gegen die Ringecke. Jetzt nochmal Ansatz zum Klut-Face. Auch da befreit sich Joe Henry wieder. Eins, zwei. Ja, bei diesen Kontern sieht man auch Joe Henry, der ist ein Schwarzgurt im Judo. Das darf man auch nicht vergessen. Nochmal Ansatz zum Ankle Lock. Wieder in der Mitte des Rings. Ganz gefährlich für Nicolas Klut. Oh, die Schmerzen sind Klut im Gesicht geschrieben. Kann sich, oder will sich nochmal rausrollen. Joe Henry, der lässt nicht locker, verdreht er den Knöchel nach allen Regeln der Kunst. Möchte zum Seil, schafft es aber nur geringfügig, doch er langsam wird. Ja, so langsam aber sicher, mit viel Mühe und mit viel Kraftanstrengung. Es fehlen nur noch Millimeter. Ja, Joe Henry, der lässt aber auch nicht locker. Klut beißt er die Zähne zusammen. Er weiß, wie wichtig das ist, jetzt ins Seil zu kommen, und er schafft es. Oh, da hält er sich aber sein Bein, ja. Kann schon sein, dass diese Aktion deutliche Spuren hinterlassen hat, die ihm vielleicht Henry, das Match kosten könnten. Schau, Henry auch schon ein bisschen verzweifelt. Was steckt dieser Klut denn alles ein? Das ist dieser Berliner Kampfgeist. Nicht nur große Klappe, sondern auch einen unbändigen Kampfgeist hier von Nicolas Klut. Und Klut, der ist hier wirklich fertig. Aber kämpft sich weiterhin auf die Beine. Fordert hier noch die Schläge von Joe Henry und bekommt diesen harten Kick. Auf die Schultern. Will er jetzt Schluss machen? Soll es das Ende des Matches werden? Coverversuch. Eins, zwei. Klut kontert. Aber wieder Klut-Face. Ganz gefährlich hier auch für Joe Henry. Klopft jetzt Joe Henry ab im Klut-Face. Er ist am Überlegen. Wie aus dem Nichts hat hier Nicolas Klut die Submission angesetzt, zieht die Klut-Face voll durch. Klut-Face. Oh, ja, Joe Henry tappt, klopft er tappt ab. Gewinner dieses Matches via Submission und weiterhin Unlimited Challenge Champion Nicolas Klut. Nicolas Klut lässt nach seinen großen Worten vor den Matches immer wieder Taten folgen. Taten bzw. richtig gute Matches, und das war wieder eins davon. Du sagst es, Para. Nicolas Klut, er ist ja der Mann, der sich selbst gerne Spitznamen gibt. Der hat die selbsternannte Nummer 1, der König von Wrestling Deutschland. Aber nach all dem, was Klut uns Monat für Monat hier als Champion immer wieder zeigt, muss man neidlos anerkennen und ihn einfach auch Big Match Klut nennen.
Und Joe Hendry, ich denke mal, er ist so ein fairer Sportsmann, er kennt das auch an, dass dieses Mal Nicolas Klut der Bessere war. Ja, und hier die respektvolle Geste. Will sie Klut annehmen? Ja. Weiterhin Unlimited Wrestling Challenge Champion Nicolas Klut. Ist der folgende Kampf eine Open Challenge? Ein Singles Match angesetzt auf einen Fall. Und es geht um die Unlimited Wrestling Championship. Heute also mal komplett umgedreht. Sonst ist es ja immer die Unlimited Challenge Championship, wo der Champion nicht weiß, was, also wen er als Gegner hat. Heute mal hier die der Hauptchampionship. Da hier der neue Champion. Gestern hat er Marty Scurll besiegt, um neuer Unlimited Wrestling Champion zu werden. Heute hat er also seine erste Titelverteidigung und er weiß gar nicht, wer der Gegner sein wird. Und schau noch mal, wie gut Bad Bone John Klinger dieser Unlimited Champion Titel um die Hüften steht. Als wäre dieser Titelgürtel direkt für ihn angefertigt. Ja, Bad Bones, der hat sich gestern eine Wahnsinnsschlacht mit Marty Scurll geliefert, hat die Herrschaft des Schurken beendet und macht sich heute schon, wie du schon gesagt hast, auf den Weg zu seiner allerersten Titelverteidigung. Und für uns alle, wie für Bad Bones selbst, wird es eine große Überraschung. Niemand weiß, wer sein Gegner sein wird. Und das ist ja das Tolle an Unlimited Wrestling. Eine Überraschung jagt die nächste. Nicht umsonst sind wir ja immer noch bei Wrestival, dem größten Wrestling-Spektakel in Europa seit Jahren. Du hast es gerade angesprochen, das gestern war eine regelrechte Schlacht. Jetzt natürlich die Frage, wie angeschlagen ist Bad Bones John Klinger? Wie angeschlagen ist vor allem sein Gegner, wenn er gestern vielleicht auch ein Match hatte? Das wissen ja wir nicht. Vielleicht haben wir den Gegner schon gesehen, vielleicht ist aber auch ein ganz frischer Gegner. Und sein Überraschungsgegner. Und diese Musik kennen wir doch. Oh ja, die kennen wir. Und tatsächlich, die Musik gehört zu Joe E. Legend, dem Veteranen von Unlimited Wrestling. 52 Jahre jung, gestern siegreich mit dem Team Wrestling Jim Hearts. Also der bringt ja ordentlich Momentum mit in dieses Match. Jetzt also endlich mal die Einzelchance für ihn um den Titel. Letztes Mal war es ja ein Triple Threat Match. Da war dabei. Da stand Joey Legend mit Marius Alani und dem damaligen Champion Marty Scurll im Ring. Genau, genau. Das war aber schon die zweite Triple Threat Chance für Joey Legend. So, seid ihr bereit für dieses Titelmatch? First of all, before we get to this, I just want to say right now, congratulations on your big win last night. You put in a hell of a fight. Marty Scurll's no wimp. You took him down and it's a hard thing to do. A lot of people tried, most have failed. You got the 1, 2, 3. You deserved it. But you do understand that carrying that belt puts a target on your back. Everybody wants a shot at that belt. Everybody wants that belt. And I am one of those people. So let's do this right. Let's show these people what an honorable match is. Not a villain hitting you with umbrellas and stuff. You and me, one-on-one, may the best man win. What do you say?
It's on. Dann zu meiner Rechten der Herausforderer mit 252 kanadischen Pfund aus Ontario, Kanada. Joe the Legend. Zu meiner Linken der frische, amtierende Unlimited Wrestling Champion mit 101 Kilogramm aus Bremen. Er ist der Blutsbruder. Er ist der most dangerous man in European Wrestling. Er ist Badge Bones John Klinger. Fassen wir mal kurz zusammen, was Joe E. Legend gesagt hat. Zunächst hat Joe E. Legend Bad Bones erstmal zu seinem Titelgewinn gratuliert, hat ihm aber auch gesagt, jetzt ist Bad Bones ein markierter Mann. Jetzt hat er dieses Fadenkreuz auf seinem Rücken als Champion. Und Joe E. Legend hat Bad Bones hier ganz speziell zu einem fairen, athletischen Wettstreit herausgefordert. Also ohne irgendwelche schurkischen Moves, ohne Regenschirme und so weiter, wie wir das ja zum Beispiel von Marty Scurll gesehen haben. Also hier haben wir einen ganz fairen Wettkampf zweier wirklich erfahrener Männer. Beide auch sehr fair im Ring in der Vergangenheit gewesen. Deswegen glaube ich nicht, dass es hier heute großartig unfair wird. Hier ist erstmal der Lock-up, diese Krafttesten des Gegners. Und es scheint so, als wäre Bad Bones John Klinger etwas überrascht gewesen, dass Joey Legend doch so eine Kraft hat. Jetzt machen wir hier der Hand abklatschen. Um noch mal kurz auf das einzugehen, was wir vorhin gesagt haben. Ja, du hast ja erwähnt, es ist die erste Einzeltitelchance für Joey Legend. Wir haben vorhin das Triple Threat Match von Icebreaker 22 erwähnt. Das war aber nicht die erste Triple Threat Titelchance für Joey Legend. Er stand auch im Triple Threat Match, in dem der Titel zum ersten Mal ausgekämpft wurde mit Grochester und Fast Time Mudo bei New Dawn 2020. Aber somit ist es heute ja eine ganz neue Erfahrung für Joe E. Legend in einem Einzelmatch, um die Unlimited Championship anzutreten. Beide hier mit sehr, sehr harten Schlägen. Bad Bones schon ein bisschen gezeichnet davon, aber kann hier trotzdem noch austeilen gegen Joe E. Legend. Geht hier ins Seil, aber Legend taucht weg. Oh, beide Close Männer Line bleiben stehen nach dieser doppelten Clothesline. Und hier schon wieder. Und beide bleiben wieder stehen. Oh, als wären sie verankert am Ringboden. Niemand gibt da auch nur einen Zentimeter nach. Oh ja, sie wanken zwar, aber zwei alte Eichen. Und da fällt Joey Legend. Aber er steht wieder auf den Beinen und Bad Bones John Klinger liegt auch am Boden. Doppel der Clothesline von beiden. Wahnsinn. Der unglaublichen Mucht. Was zeigen uns diese beiden Veteranen hier in diesem Match? Du siehst es aber auch, Para. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Der Arm von Bad Bones ist ein bisschen abgetaped. Ja, da hat das Match gestern gegen Marty Scurll doch seine Spuren hinterlassen. Ist das hier ein Faktor in diesem Match, den Joe E. Legend für sich ausnutzen kann? Ja, aber solche Pflaster, die macht man ja drauf, um den Muskel besser zu durchbluten. Und das kann man auch präventiv natürlich drauf machen. Deswegen haben vielleicht diese Tapes nicht so viel zu sagen, in welchem Zustand sich Bad Bones John Klinger nach dieser Schlacht von gestern befindet. Aktuell scheint es aber so, als würden diese ja nicht großartig behindern. Und er die gleiche Leistung zeigen wie sonst auch immer. Schnappt sich hier Joe E. Legend. Ansatz. Na, noch dieser. Joe E. Legend kann sich hier befreien. Wollte hier einen Body Slam zeigen, aber. Der Bad Bones holt Joe jetzt E. Legend hier von zum den Beinen. Sharpshooter. Ja, jetzt.
Matt Bones will natürlich alles daran setzen, dass seine erste Titelverteidigung erfolgreich ist. Und da ist diese Ringübersicht, die Joey Legend natürlich nach den all diesen Jahren von Erfahrung und in Ring-Action hat. Er weiß, wo das Seil ist. Das ist so ein Instinkt, den man über die Jahre aufbaut. Joey Legend verschnauft erstmal außerhalb. Bad Bones kommt aber schon hinterher. Schlägt jetzt hier in den Rücken von Joey Legend. Wow, oh, was für ein knallharter Job. Aber das kann Joe auch. Ja. Bad Bones zieht hier voll durch, genauso wie Joey Legend. Tritt hier ein und schlägt nochmal auf den Nacken von Klinger ein. Ein richtiges Chopfest. Beide Männer haben ja gesagt, sie wollen fair gegeneinander kämpfen. Das heißt aber nicht, dass sie sich mit Samthandschuhen anfassen. Ja, natürlich hier volle Kanne mit aller Härte zur Sache. Bones geht hier nochmal kurz in den Ring, um den Countout zu unterbrechen, damit der Ref hier neu anfangen muss. Sie schlagen sich hier weiter außerhalb des Ringes. Legend schnappt sich Klinger und schlägt zu. Der Headbutt wird abgeblockt von Bad Bones. Aber bei Klinger geht er durch. Wieder diese knallharten Chops von Bad Bones, Sean Klinger. Da bricht hier wieder den Countout. Sehr geschickt, ja, da beweist er auch seine Ringübersicht. Ja, viele vergessen das immer. Draußen hier ein bisschen kloppen. Man vergisst ganz schnell, dass der Ref uns beide auszählt und das Match dadurch beendet wird. Nimmt hier Anlauf und tritt zu. Joey Legend möchte diesen frisch gewonnenen Titel natürlich nicht hergeben für Bad Bones möchte diesen frisch gewonnenen Titel natürlich nicht hergeben. Für Joey Legend wäre es durch was ganz Besonderes, in dieser Phase seiner Karriere auch noch einmal Unlimited Champion zu werden. Beide ziehen hier die Chops voll durch. Man hört die Schläge bis ins nächste Dorf. Jeff the Ref fordert hier Bad Bones auf, wieder in den Ring zurückzugehen. Da steht er aber erstmal nur am Apron, am Ringrand, nimmt hier Anlauf, will diesen Kick zeigen. Oh, aber da fängt Joey Legend das Bein ab von Bad Bones, feuert das volle Kanne gegen die Ringecke. Oh, da hat Bad Bones Schmerzen. Schreib es hierher. Aber Joey Legend lässt hier keine Gnade walten und macht weiter. Ah, und du erinnerst dich, auch das Knie wurde gestern sehr stark bearbeitet von Marty Skrull. Gerade durch diesen Figure-Four Leglock von Skrull. Ganz genau. Der Ref zählt ihn weiter aus, ist mittlerweile bei 4, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber hier muss man auch dazu sagen, der Titel wechselt nur durch Pinfall oder Submission. Also auszählen bringt hier keinem was. Der Bad Bones robbt sich hier wieder in den Ring zurück. Das ist halt der Kampfgeist von Bad Bones, Sean Klinger. Und Joey Legend bearbeitet weiter das ledierte Bein. Ja, Joey Legend jetzt eine Zielscheibe gefunden, die er natürlich mit all seiner Erfahrung systematisch bearbeitet. Jetzt geht er weiter auf das ledierte Bein los. Man sieht deutlich die Schmerzen im Gesicht von Klinger. Das Publikum versucht hier Bad Bones Unterstützung zukommen zu lassen. Der hat jetzt auch dringend nötig. Oh, da wird ja das Knie wieder verdreht und da kommen noch diese knallharten Schläge hinterher von Joey Legend. Er möchte aber nicht aufgeben, macht weiter. Ein unglaublich harter Job auf einem Bein von Klinger. Ja, da sieht man, da hat er Schwierigkeiten, auf beiden Beinen festzustehen. Hip-Toss Ansatz, aber Legend kontert. Und wieder. Das ist jetzt gefährlich. Setzt hier eine Submission an, das ja. Bein an. Das ist sehr, sehr gefährlich.
Diese Knee-Bars hat Mission. Die schmerzt natürlich und ist denkbar ungünstig in diesem Moment für Bad Boy und John Klinge. Kann er sich hier nochmal irgendwie befreien? Mit dem Mut der Verzweiflung versucht er zum Seil zu kommen. Da fehlt noch ganz, ganz wenig. Das Seil ist noch wenige Zentimeter entfernt, aber es wirkt wie eine Ewigkeit im Moment. Jetzt schafft es Bad Boy. Er ist mit beiden sogar. Er möchte weiter nicht aufgeben. Chops von Bad Bones. Ja, da muss er aber schon wieder auf die Knie. Ist natürlich schwierig, auch Aktionen zu zeigen, wenn du keinen festen Stand hast, wenn du nur ein Bein belasten kannst. Aber Joey Legend weiß das und tritt hier weiter auf dieses Knie, dieses Bein ein. Und sich dadurch einen Vorteil verschaffen, der natürlich nicht unerheblich ist. Ah, Bad Bones, der brüllt sich hier alle Schmerzen regelrecht aus dem Leib. Und irgendwann in so einer Situation ist auch unser Ringrichter Kev the Ref gefragt. Ja, muss dann auch darauf achten, Bad Bones vor sich selbst zu schützen und eventuell, wenn die Verletzung noch schlimmer wird, das Match abbrechen. Solche Sachen haben wir alle schon im Professional Wrestling gesehen. Bisher ist es aber noch die Entscheidung von Klinger. Und der sagt, nein, ich möchte weitermachen. Einsatz, jetzt der Figure 4. Ja, aber Klinger kann auch mal anstatt. Aber da bricht er gleich wieder zusammen. Ja, er kann kaum auf den Beinen stehen. Wie will er so das Match weiter bestreiten, geschweige denn überhaupt gewinnen? Kev the Ref beobachtet ja ganz genau, ob Bad Bones noch in der Lage ist, weiterzumachen. Geht hier auf das dritte Ringseil. Ja, Joey Legend, ja, steht da ganz oben. Aber da ist Klinger wieder! Oh, gefährliche Situation für Joey Legend. Da wird er vom obersten Seil geworfen. Irgendwie ist das Bad Bones noch gelungen, hier Joey Legend von den Seilen zu stürzen. Zieht sich hier an selbigen hoch. Aber der humpelt, der hat Schmerzen. Packt sich jetzt hier Joey Legend. Versucht hier den Sharpshooter anzusetzen, aber Legend wehrt sich. Ja, da ist das Knie viel zu empfindlich. Da reicht schon eine kleine Aktion. Und das zum Beispiel, er macht weiter. Es wird dadurch nicht besser. Ganz im Gegenteil. Wo soll das hier noch enden für Bad Bones, John Klinger? Wird die erste Titelverteidigung, die Klinger hat, schon die letzte sein. Momentan schaut es danach aus. Ja, das wünscht sich natürlich kein Champion. Aber ein Bad Bones darf man natürlich nie abschreiben. Irgendein Suplex-Ansatz. Aber Klinger wehrt sich. Er zeigt seinerseits den... Oh, da hat er sich aber auch selbst keinen Gefallen getan. Nee, überhaupt nicht. Das hat sein Knie sehr belastet, diese Aktion. Und der Kopf von Joey Legend landet er auch mit voller Wucht auf diesem ledierten Knie. Der Ringrichter zählt beide an, beide Wrestler angeschlagen. Bad Bones. Mit Hilfe der Seile kommt er auf die Beine. Da ist aber Joey Legend schon wieder. Oh, jetzt gibt es hier den Schlagabtausch. Ja, Bad Bones teilt hier aus. Joey Legend hängt in den Seilen. Ansatz zum German Suplex, aber Legend hält sich da fest. German Suplex! Was für eine Leistung, trotz des ledierten Knies. Joey Legend kommt hier nochmal raus aus dem Cover. Das war nur bis 2. Ach, für Bad Bones ist das natürlich eine Tortur mit diesem angeschlagenen Knie.
Trotzdem, er gibt nicht auf, zeigt er diese Chops in der Ringecke gegen Joe. Aber Joe, der schlägt auch zurück, der weiß sich zu wehren. Er wehrt sich, taucht ab. German Suplex. Bad Bond zeigt ein Cover. Aber Joey Legend kommt hier nochmal raus. Das war aber ganz, ganz knapp. Beides sichtlich angeschlagen vom Match. Gerade Klinger. Joey Legend. Oh. Der Bogen wird gespannt. Spongebob! Da hat Bad Bones geistesgegenwärtig reagiert. Oh, und das wäre es fast gewesen. Aber auch ein Joey Legend mit all seiner Erfahrung. Der hat auch immer noch Reserven. Klinger kämpft sich zurück auf die Beine. Schnappt sich Joey Legend. Oh, das wird der Ansatz zum Ecstasy Pile Driver. Ja, aber das Knie, das macht einfach nicht mit. Der wird jetzt selbst ausgehoben von Joey Legend. Setzt hier Klinger auf oberste Ringseil. Oh, hier auf den Seilen ist Bad Bones Joey Legend gnadenlos ausgeliefert. Das zeigt uns Joey. Als nächstes wird das ein Superplex. Sieht ganz so aus. Oder will er noch das Bein zusätzlich einhaken, offenbar. Aber Bad Bones kontert mit dieser Headbutt-Serie. Und stößt Joey Legend selbst von den Seilen. Kommt jetzt der Descent into Badness. Oh, da steht er ein bisschen wackelig durch das Da ist er. Knie. Aber er ging durch. Pin. 1, 2, 3. Klinger bleibt Champion. Gewinner dieses Matches via Pinfall und damit weiterhin Unlimited Wrestling Champion. Bad Bones, John Klinger! Titelverteidigung Nummer 1 war erfolgreich für Bad Bones, John Klinger. Wir dürfen gespannt sein, was seine Titelregentschaft noch alles ja bereithält für diesen Fighting Champion. Kampfgeist hat auf jeden Fall. Er hat heute bewiesen, genau du sagst es, dass er diesen Titel nicht umsonst trägt. Zeigt sich ja nochmal als fairer Verlierer, als Sportsmann, wie wir ihn kennen. Ja, und auch Klinger ist normalerweise ein fairer Sportsmann und gibt natürlich hier Joey Legend die Hand. Der folgende Kampf ist ein Singles-Match angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 87 Kilogramm aus Halberstadt. Martin Guerrero! Da ist er, unser Chef Martin Guerrero. Im Red Diamond Cup konnte er sich leider nicht durchsetzen, musste sich gegen Eric Young in der ersten Runde geschlagen geben. Aber wir haben es ja gestern gesehen,
Er ist mit Martys Girl aneinander geraten, der gar nicht glücklich war, dass er seinen Titel verloren hat. Und so kam es zu dieser spontanen Herausforderung. Marty Guerrero gegen Martys Girl, den Villain, den Schock. Auf dem Weg zum Ring mit 205 Pfund aus Cambridge, UK, The Villain, Marty Skrull! Der erste Auftritt seit langem von Marty Skrull als Nicht-Champion. Du sagst es, ein ungewohntes Bild. Gestern haben wir ihn noch mit dem Titelgold um die Hüften gesehen. Heute das erste Mal ohne. Der Titel ist ja gewechselt an Bad Bones John Klinger. Und für Martin geht es weiter auf seiner Mission, sich zu beweisen, sich zu behaupten, gegen die besten, etabliertesten Wrestler der Welt. Wir haben es ja gesehen gegen Bad Bones, gestern gegen Eric Young. Jetzt erstmal der Stare-Down hier von beiden. Und heute das große, entscheidende Match gegen Marty's Girl. Ich bin gespannt, wie sich Martin hier schlägt. Marty's Girl auch etwas lidiert am Nacken, hat auch diese Tapes für die bessere Durchblutung. Es ist kein Wunder nach dieser Schlacht, die er sich geliefert hat mit Bad Bones John Klinger. Und das Match kann offiziell beginnen. Sympathie natürlich von den Fans hier bei Martin. Stern mit dem Lock-up. Es geht in die Seile. Oh, Schulterblock vom Schurken. Da verhöhnt er Martin hier erstmal mit seinen typischen Gesten. Wer sind das nun? Martin oder Marty-Rufe? Das ist die große Frage natürlich jetzt. Ich kann das so genau gerade gar nicht auseinanderhalten. Wieder der Schulterblock. Ah, da wird Martin Guerrero regelrecht umgemäht vom Willen. Es ist wieder so ein Kräftemessen am Anfang. Wer hat die härteren Shoulderblocks? Wer hat mehr Kraft? Jetzt wieder der Lock-up. Es geht wieder ins Seil. Martin taucht ab. Leapfrog von Martin. Der Hip-Toss wird abgeblockt, ja. Backslide von Marty's Girl. Eins, zwei. Ja, das war noch bis zwei. Jetzt gibt es hier dieses Backslide-Duell regelrecht. Ja, Martin zieht jetzt Girl nach unten. Auch nur bis zwei. Das wäre schon wieder fast gewesen. Aber der Villain setzt sofort weiter nach. Und nochmal der Einroller hier. Ja, da kommt Martin nochmal raus. Ja, Martin kann das auch. Setzt auch gleich nach mit einem Cover. Also ein wahres Nearfall-Fest in dieser Phase des Matches. Und nochmal der Einroller. Wir sehen ja Coverversuche in allen Farben, Formen und Variationen. Ja,
Ja, da tut selbst unserem Ringrichter das Handgelenk weh, weil er ständig immer wieder auf die Matte klopfen muss. Oh, Martin Blitzschnell hier, Dropkick. Jetzt muss Martin weiter nachsetzen. Martin zählt das Cover. Aber Martins Girl kommt raus. Ja, da hat Martin Martins Girl doch kalt erwischt. Die Aktionen haben definitiv Wirkung gezeigt. Jetzt hier weiter nach an Martins Girl. Also Martins Girl taucht unter den Beinen von Martin Guerrero weg. Da zeigt Martins Girl hier die Kerze, seine gesamte Körperbeherrschung fährt nochmal Rad in der Luft. Ich wollte es eigentlich gerade sagen, ein technisch stabilisiertes Match und da kommt jetzt sowas. Ja. Eine etwas... Eine kleine Gymnastikeinlage. Auch eine Verhöhnung. Da schaut Martin nicht schlecht. Oh, und Martins Girl geht hier wieder auf den Arm los. Hat das der Arm davor ein paar Monate noch gebrochen? Ja. Schnappt sich wieder Guerrero hier. Oh, jetzt hat Martins Girl hier seine Zielscheibe gefunden. Immer wieder wird der Arm von Martin attackiert. Stump auf diesen Arm. Er dreht hier den Arm nochmal. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und macht daraus gleich ein, ja, ich dachte schon, es wird ein Pinfall, aber da verlagert er nur die Aktion. Oh, jetzt hat er Martin komplett im Submission Hold. Da packt sich jetzt hier nochmal Martin. Dieser versucht ihn zu befreien, schafft es aber noch nicht. Der Martin kann der Martins Girl nicht nach unten ziehen. Da ist Martins Girl einfach zu kräftig, blockt die Aktion ab und knallharter Was Kick vom Wille. Kick, ja. Oh, Martin, der ist gezeichnet. Chops von Martins Girl. Kommt aber trotzdem wieder auf die Beine. Ja, Martin versucht ja Halt in der Ringecke zu finden. Und dieser typische Ric Flair Walk. Der bekannt ist für diese harten Chops. So, let's whip in. Ja, in die Seile. Hip Toss von Skirl. Oh, und gleich die Armbar Submission. Martin versucht hier die Hände zu schließen, um das Schlimmste hier zu vermeiden. Aber so richtig ist ihm das nicht gelungen. Skirl setzt gnadenlos nach. Kann Martin sich irgendwie in die Seile robben? Ja, tatsächlich, da greift er in das unterste Ringseil. Der Griff muss gelöst werden. Unser Ringrichter zählt hier den Willen an. Ja, aber weiter ist der Arm das Ziel von Martins Girl. Suplex. Martin kommt raus. Oh, und das ist natürlich eine Verhöhnung. Ja, das werden die Tres Amigos. Die Guerrero Trademark Aktion wird hier gezeigt von Martins Girl. Und das ist der dritte. Martin kommt bei zwei nochmal raus. Martins Girl setzt weiter nach, sucht sich ja schon wieder die Arme als Ziel. Hier voll durch. Überstreckt hier beide Arme, raubt Martin somit auch noch die Luft. Kämpft sie aber wieder auf die Beine. Und Martin versucht sich jetzt hier rauszudrehen. Der Villain erwehrt sich. Martin kann jetzt hinter den Willen steigen, aber oh, Skull hat ihn schon wieder. Backstabber! Cover. Eins,
2. Setzt den Move gleich wieder an. Gegen Marty Scurll scheint einfach kein Kraut gewachsen zu sein. Martin gelingt es nicht so richtig, wieder ins Match zurückzukommen. Wie lange hält er das noch durch? Das ist die große Frage. Das Publikum unterstützt ja Martin Guerrero. Sie versuchen ihm hier zweite Luft. Martin kämpft sich wieder auf die Beine. Oh, da rollt sich Martin über den Willen drüber weg, zeigt jetzt selbst hier dieses Submission-Manöver, aber Martin wird in die Ringecke gedrückt und schon ist Marty Scurll wieder am Drücker, aber Martin taucht unter der Close-Hand durch. Genki Dama, ein E-Strike. Der kam out of nowhere, damit hat Marty Scurll nicht gerechnet. Ist das jetzt die große Wende in diesem Match, die Martin so dringend benötigt? Martin hätte hier gleich das Cover ansetzen müssen, aber schafft es aber nicht. Viel zu angeschlagen, ja. Beide wieder auf den Beinen. Martin nimmt diesen Vorarms. Marty Scurll kontert mit dem Superkick. Sehr schön gemacht und sehr schön hoch. Er mobilisiert die letzten Kräfte. Martin visiert hier sein Ziel. Spannt den Bogen. Sein Ziel ist der Schurke. Das war der Frame Leg, aber Cover geht nur bis 2. Kommt wieder auf die Beine und weiß, dass er jetzt nachsetzen muss. Er wartet, er lauert, bis Scurll wieder auf die Beine kommt. Jetzt ist das Abmischen hier. Ja, das soll der Ansatz ja zum Crossface Chicken Wing, aber hat er Martin zugebissen? Oh, Ansatz zum Powerbomb, die geht durch, Cover direkt von in den Martin. Pin 1, 2. Aber Martin befreit sich nochmal. Der Willen, der Schurke ist wieder am Drücker, nimmt jetzt Anlauf in den Seilen. Und kickt! Der Superkick, der fällt Martin. Der Ref sagt, ihr müsst zurück in den Ring, sonst werdet ihr ausgezählt. Aber das wissen die beiden natürlich. Die Action spielt man außerhalb des Rings. Oh, 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 da wird Martin gefährlich hochgenommen und muss gegen den Ringpfosten mit dem Rücken. Wie viele Wrestler haben mit diesem Ringpfosten heute und gestern schon Bekanntschaft gemacht? Ziemlich viele. Ja, bei solchen Aktionen geht das Kreuz schnell mal in zwei. Jetzt nochmal Ansatz zum Olympic Slam. Martin versucht sich jetzt zu befreien, aber schafft er das? Oh, Torture Rack von Marty Scurll. Mit einem integrierten Helikopter. Ohne die Hände zu benutzen, nur auf den Schultern. Was für eine Kraftdemonstration vom Willen. Pin 1, 2. Das wäre es fast gewesen. Wo nimmt Martin die Kraft, der da noch einmal rauszukommen? Marty Scurll kann es selbst auch nicht so richtig glauben. Ja, die Fans, das teilt hier ein bisschen. Die Hälfte ist für Marty Scurll, der Rest ist für Martin. Packt sich jetzt hier Martin wieder. Soll jetzt nochmal der Torture Rack kommen? Nein, Martin befreit sich und zeigt den Olympic Slam. Ja, aber Martin, der ist so fertig. Ja, der kann gar nicht. Doch, jetzt covert er. 1, 2. Es reicht aber noch bis 2. So, kann Martin jetzt weiter nachsetzen? Er will aufs Seil steigen. Wir wissen ja, was das in der Regel bedeutet.
Das kann eigentlich nur der Final Splash werden. Final und da kommt er! In die angezogenen Knie von Marty Skrull. Der rollt Martin eins, ein. Zwei. Das war fast was gewesen. Ja, da kommt Martin noch mal gerade so raus. Aber Skrull setzt weiter an. Roll the dice von Marty Skrull. Eins, zwei. Fast wären die Würfel für Martin gefallen gewesen. Aber noch reicht es nicht. Auch Marty Skrull kann es nicht glauben, dass es noch nicht gereicht hat. Was hält Martin alles aus? Das ist die große Frage jetzt. Ich weiß gar nicht, ob Martin weiß, was um ihn herum gerade geschieht. Es ist bestimmt nur noch ein Automatismus, der ihn hier irgendwie am Leben erhält in diesem Match. Kämpft sich hier auf die Beine, aber ein Skrull wartet schon auf ihn. Oh, Einsatz zum... Nein, Martin kontert. Fireman's Carry. Das war sein Finisher. Und jetzt soll nochmal der Final Splash kommen. Oh, da stürzt Martin ganz unglücklich. Ah, da hat er sich offenbar am Knie verletzt. Martin, letzten Monate war ja sehr vom Verletzungspech verfolgt. Das gibt Marty Skrull natürlich wertvolle Zeit, sich hier zu erholen. Offline, jetzt geht er durch. Jetzt hat es Martin irgendwie ist geschafft. Skrull offline, eins, zwei. Nein, immer noch nicht. Skrull ist weiter online. Nimmt diese Verletzung jetzt Martin mit? Der Daumen nach oben, das ist das Zeichen. Jetzt soll es den Abo-Button geben. Ansatz. Aber Skrull kontert. Oh, und jetzt Ansatz im Crossface Chicken Wing. Er hat ihn noch nicht ganz geschlossen. Martin kann sich noch mal befreien. Jetzt der Abo-Button von Martin. Aber ja, Skrull kontert auch wieder. Ein was, wahres Konterfest. Was kommt jetzt? Abo-Button oder Crossface Chicken Wing? Noch steht das Ergebnis aus. Martin kämpft sich jetzt zum Seil. Wird er es bis dahin schaffen? Noch wenige Zentimeter. Oh, da verdreht Martin Skrull die Finger von Martin. Da schmerzt er schon beim Zuschauen. Ah. Skrull packt sich wieder. Martin. Schlägt hier auf Martin ein. Mit diesen unerbitterlichen Elbows. Wie Ramböcke gegen den Kopf von Martin. Schaut mal Martin an, wie fertig der ist. Der soll verliert der doch das langsam überstehen? Das Bewusstsein, oder? Ja, der ist schon gar nicht mehr richtig da. Unsere Richter, der schaut ihn sich auch ganz genau an. Bei ihm schalten sich langsam die Lichter aus. Der Ref sieht das aber auch. Nochmal der Ansatz im Crossface Chicken Wing. Es geht in die Seile und... Oh, Martin rollt hier Skrull ein. Eins, zwei. Das wäre fast gewesen. Kick. Back Body Drop von Martin. Coverversuch, jawohl. Eins, zwei, drei. Das war's. Martin Guerrero besiegt Marty Skrull. Gewinner dieses Matches via Pinfall. Martin Guerrero. Martin Guerrero vollbringt das Wunder. Er besiegt den Willen Marty Skrull. Der Mann, der vor einem Tag noch unser Unlimited Champion war. Wer hätte das gedacht, nachdem Martin so sehr einstecken musste in diesem Match? Man muss ja wirklich sagen, Martin hat sich hier die Trachtenprügel seines Lebens abgeholt. Schau in das Gesicht von Marty Skrull. Er kann es selber kaum glauben, was hier gerade passiert ist. Martin Guerrero hat hier einen internationalen Topstar besiegt. Thank you.
Marty Scurll streckt jetzt Martin tatsächlich die Hand entgegen, nimmt sie aber nicht an. So wie man das vom Schurken, vom Villain kennt. Natürlich, was, wer hat das anders erwartet? Ja, da feiert er mal noch mit einem Mini-Marty Scurll, einem Fan. Der folgende Kampf ist ein Tag-Team-Match, angesetzt auf einen Fall. Und es geht um die Unlimited Tag-Team Championship. Wir hören hier Sirenen, ein Zeichen, dass das nichts Gutes bedeutet. Denn der Purge Club nähert sich dem Ring. Gestern war der Purge Club erfolgreich. Sie konnten ihre Tag-Team-Titel gegen die Surfing Pirates verteidigen. Dann hatten sie aber diese Konfrontation mit Nick Aldis, dem dann sein alter Tag-Team-Partner Doug Williams zur Hilfe kam. Somit sehen wir hier das Tag-Team-Titelmatch der Purge Club gegen die British Invasion. Die British Invasion dürfte so bisher die schwierigste Herausforderung sein hier für den Purge Club. Zwei so erfahrene Männer, die weltweit unterwegs waren. Ich sag es mal so, Para, wenn es die British Invasion nicht schafft, wer soll denn den Purge Club dann bitteschön aufhalten? Das ist die große Frage. Die beiden Männer haben eine Schneise der Verwüstung, eine Schneise der Zerstörung durch die gesamte Tag-Team-Division von Unlimited Wrestling geflügt. Und es ist immer wieder beeindruckend und furchteinflößend, diese beiden Männer von nahem zu sehen. Diese Gesichter der Furcht, die Fratzen der Anarchie, Pete Bouncer und Ivan Kiev. Sie verteidigen ihre Tag Team Titel nun zum fünften Mal. Bisher konnte sie keiner entthronen. Nicht mal ansatzweise. Ivan Kiev hält nicht viel von Blumengrüßen. Er hat die Blumen erstmal mit dem Baseballschläger zerstört. Ja, Pete Bouncer schnuppert jetzt hier mal an den Blümchen. Oh, beißt er gleich mal ab. Wer kann schon von sich behaupten, einen Blumenmeer zu messen? Jetzt sehen wir den Veteran Doug Williams. Er ist Teil der British Invasion. Wir haben es angesprochen, Doug Williams und Nick Aldis. Sind das die beiden Wrestler, die eine Antwort auf das Chaos und die Anarchie haben, die uns der Purge Club hier immer wieder präsentiert? Doug Williams, dieser Mann, der lebt, der atmet Professional Wrestling.
das britische Gentleman-Team, so nenne ich sie jetzt mal, wird jetzt komplettiert durch Nick Aldis. Auch schon ewig im Business. War auch ewig Champion bei der NWA. Und beide wissen, wie es sich anfühlt, gemeinsam Tag Team Gold zu halten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ein absoluter Vollblut-Profi durch und durch. Doug Williams und Nick Aldis. Beide harmonieren perfekt, wie sie schon in der Vergangenheit gezeigt haben. Außerhalb von Unlimited Wrestling. Sie könnten heute die ersten britischen Unlimited Wrestling Tag Team Champions werden, sollten sie sich gegen den Purge Club durchsetzen. Allgemein die ersten außereuropäischen. Bevor ich euch die Männer jetzt hier vorstelle, haben wir einen kleinen Meilenstein. Das hier ist der 100. Unlimited Wrestling Kampf. Meine Herrschaft. I'm gonna introduce you, these guys. Ich stelle euch die Herrschaft jetzt mal vor. To the right, the challengers. Zu meiner Rechten, die Herausforderer. Mit einem Gesamtgewicht von 487 Pfund. The National Treasure, Nick Aldis. And the Ambassador of British Wrestling, Doug Williams. Zu meiner Linken, die amtierenden Unlimited Tag Team Champions, mit einem Gesamtgewicht von 195 Kilogramm, Ivan Kiev, Pete Bouncer. Sie sind der Purge Club! Es ist das 100. Match von Unlimited Wrestling. Wie die Zeit vergeht. Seit August 2019 gibt es nun diese Liga schon. Ja, inzwischen haben wir 100 Matches hinter uns. Und Fun Fact, ich habe jedes einzelne dieser Matches kommentieren können. Bei der allerersten Show war ich noch im Publikum. Da warst du noch im Publikum, ganz genau. Ja, im Laufe der Zeit habe ich mit 6 verschiedenen Co-Kommentatoren jede Show und jedes Match von Unlimited Wrestling kommentiert. Und hier heute haben wir zu diesem besonderen Meilenstein ein ganz besonderes Jubiläumsgeschenk, so nenne ich es jetzt mal. Es geht um die Tag-Team-Titel. Das Ganze ist jetzt kein Tornado-Tag-Team-Match, also immer nur 2 offizielle Männer im Ring. Wer hier beim Purge Club startet, ist noch nicht so ganz bekannt, anscheinend Ivan Kiev. Im anderen Team ist es Doug Williams. Ja, die British Invasion, ich glaube, sie müssen wirklich mit ihrer Ringübersicht, mit ihrer Strategie und ihrer Technik einfach gegen dieses Chaos und diese Anarchie ankämpfen. Das ist, denke ich, die einzig wirkliche Strategie hier in diesem Match. Lock-up hier. Ivan Kiev drückt hier Doug Williams erstmal in die Ringecke. Ja, das Match startet langsam. Da wird Doug Williams hier nochmal mit ein paar von diesen Blüten beworfen. Von den Blümchen, die vorhin so brutal mit dem Baseballschläger von Ivan Kiev attackiert wurden. Kiev verdreht hier den Arm von Williams. Ja, wir reden bei Purge Club immer von Chaos und Anarchie. Man darf aber nicht vergessen, wenn es drauf ankommt, sind die beiden auch hervorragende Techniker. Und hierzu kann sich befreien. Sleeper Hold, aber Doug Williams, der befreit sich schon wieder. Vertreter den Arm von Ivan Kiev. Und ihn auf die Schultern. Ja, da kann sich Doug Williams allerdings befreien. Ist das heute der letzte Tag
vom Polish Club als Unlimited Wrestling Tag Team Champions. Ja, man kann es sich fast gar nicht vorstellen, aber wie gesagt, wenn es jemand schaffen kann, dann die British Invasion, weil wenn die es nicht schaffen, dann sage ich dir ganz klar, es gibt kein Team, was es mit dem Polish Club aufnehmen kann. Ja. So, jetzt geht's zurück in die Ringecke. Whip in. Konter hier von Williams. Sehr schöner Suplex von Doug Williams gegen Ivan Kiev. Nimmt hier Anlauf. Shoulderblock. Kiev ist abgetaucht. Jetzt taucht Williams ab. Armtrack. Sehr schön. Headlock Takedown. Beinschere von Kiev. Ja, ein wahres Konterfest sehen wir hier zwischen diesen beiden Männern. Wie gesagt, der Perch Club kann auch technisch, wenn es drauf ankommt. Jetzt der Tag hier. Nick Aldis, jetzt der offizielle Mann. Und Pete Bouncer, da gibt es auch den Tag. Nick Aldis gegen Pete Bouncer. Beide mit einem durchtrainierten Körper bis oben. Bis oben? Ja, von oben bis unten, wolltest du sicher sagen. Ja, genau. Durchtrainierter geht's wohl kaum. Oh, Backbody Drop gegen Pete Bouncer. Nick Aldis, auch den National Treasure genannt. Body Slam gegen Pete Bouncer. Sehr schön hier. Und Aldis setzt weiter nach. Whip in die Ringecke. Oh, da läuft aber Aldis in den Elbow von Pete Bouncer. Pete Bouncer auf dem zweiten Ringseil. Aber Aldis hat das irgendwie nicht und geht einfach einen Schritt zur Seite. Und schon landet Pete Bouncer im Nichts. Sowas hat Pete Bouncer vermutlich auch noch nicht erlebt. Job von Nick Aldis. Normalerweise haben die Gegner vom Perch Club so eine gewisse Angst, so eine Grundangst. Die fehlt ja komplett bei den Gegnern. Bei Nick Aldis und Doug Williams. Clothesline von Nick Aldis. Ja, so oft sieht man Pete Bouncer auch nicht am Boden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das fragt Aldis nach Rat, aber Bouncer kann ja kontern. Hier der Tag mit Ivan Kiev. Schlägt hier. Wechsel mit Doug Williams, auch bei der British Invasion. Double Team Aktion, Whip in. Atomic Drop und Clothesline. Schöne Double Team Aktion. Und Knee Drop noch von Doug Williams hinterher. Klassisches britisches Wrestling. Und das ist hier Pete Bouncer. Wenn man ehrlich, wann haben wir den Perch Club so in der Bredouille gesehen? Und das Ganze nochmal. Oh, da greift aber Ivan Kiev ein. Dann zieht er die Beine von Nick Aldis weg und wieder gegen den Ringpfosten. Dann muss Nick Aldis gegen den Ringpfosten, ja. Bouncer bearbeitet das Bein von Doug Williams. Kommt der Perch Club jetzt wieder zurück ins Match? So, jetzt Williams in der Ecke vom Perch Club, ganz gefährlich für ihn. Von Nick Aldis weit und breit keine Spur. Er ist auf sich alleine gestellt vorübergehend. So langsam kämpft sich Aldis im Hintergrund wieder hoch. Jetzt hier aber der Perch Club mit Double Team Aktion gegen Doug Williams. Whippen in die Ecke und da ist Ivan Kiev. Und Pete Bouncer alle mit diesen Running Clotheslines. Und jetzt mit extra Wucht. Ja, da zeigen sie wieder, was den Perch Club so gefährlich macht. Diese wunderbare Double-Team-Arbeit, die sie hier immer wieder zeigen. Aber Doug Williams kommt hier noch mal raus. Nick Aldis ist auch wieder da. Williams will kontern. Und da stellt sich Pete Bouncer demonstrativ zwischen Doug Williams und Nick Aldis, sodass dieser gar nicht erst zum Wechseln kommt. Da beweist Pete Bouncer sehr gute Übersicht. Und da gibt es den Clip in die Kniekehle von Doug Williams. Der ist wieder in der denkbar ungünstigsten Ringecke, nämlich in der Ringecke vom Perch Club. Also ganz weit von der heimischen Ecke entfernt. Der Perch Club dehnt das Regelwerk auch gerade wieder bis zum Anschlag. Mit dem Mut der Verzweiflung versucht sich ja Doug Williams frei zu kämpfen. Scheint aber erfolgreich zu sein oder auch nicht. Jetzt ist er wieder in diesem Front-Face-Lock von Ivan Kiev. Er braucht unbedingt den Tag mit Nick Aldis. Kämpft sich da mit aller Kraft in seine Ecke. Langsam aber sicher. Ah, da kommt aber Pete Bouncer und der Ref hat das aber nicht gesehen. Das ist bitter. Nick Aldis muss wieder raus. Ja, der Richter hat es nicht. Und jetzt geht der Perch Club zusammen auf Doug Williams los.
Ja, aber der Perch Club, ja, die wissen auch ganz genau, wann, wo und wie sie das Tag-Team-Regelwerk zu dehnen haben. Da macht ihnen niemand etwas vor. Ivan Kier mit harten Schlägen an den Kopf von Doug Williams. Oh, und da tritt Ivan Kier hier auf die Kehle von Doug Williams. Wird natürlich zu Recht von Captain Ref ermahnt. Soll der Tag kommen mit Pete Bouncer? Ja, wieder vorbildliche Tag-Team-Arbeit hier beim Perch Club. Mit was für einer Wucht! Jetzt zeigen sie mal, dass sie das auch können, ja, mit diesen Double-Team-Aktionen. Wenn man im Duden nach Tag-Team-Wrestling schaut, ist da ein Bild des Perch Clubs, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier der Half-Boston-Trap. Williams versucht sich da in das Seil zu robben. Es fehlen nur noch wenige Zentimeter, aber das merkt Bouncer auch. Und das Nick Aldis und tritt auf Pete Bouncer ein. Der Bouncer muss lösen. Kev the Ref wieder abgelenkt, diskutiert ihn wieder mit Aldis. Ah, das nutzt Ivan Kiev, um einzugreifen. Ja. Für Williams. So, Bouncer schnappt sich nochmal Williams. Doug Williams, der muss sich ja was einfallen lassen. Ewig hält er das nicht mehr aus. Jetzt wieder in der Ecke vom Perch Club, wieder der Tag mit Ivan Kiev. Ah, diese Kraft, diese Härte, ja, da steckt Ivan Kiev wirklich alles in diesen Faustschlag, in den Magen von Doug Williams. Unglaublich harte Schläge von Kiev hier. Williams weiß schon langsam nicht mehr, wo er sich hier befindet. Und wirkt benebelt. Und Nick Aldis, der macht seinen Arm so lang wie noch irgendwie möglich, aber sonst alles nichts. Ja, Doug Williams, der ist einfach noch viel zu weit und schau dir Nick Aldis an. Entfernt. Nick Aldis ist heiß, er möchte den Tag. Schafft es Doug Williams. Suplex von Doug Williams. Jetzt muss er die Chance nutzen. Gibt es den Tag. Nie. Ah, der Speed Bouncer schon wieder. Aber stößt ihn auch weg. Ja, ja, Wechsel. Das war ganz wichtig. Close Line. Nick Aldis fegt den Birch Club regelrecht weg mit den Clotheslines, läuft aber in den Big Boot von Ivan Kiev. Body Slam von Aldis. Da bebt der ganze Ring. Pin, eins, zwei. Ja, Kiev kommt noch einmal raus. Doug Williams mischt auch schon wieder mit. Er kümmert sich erstmal um Pete Bouncer. Jetzt gibt es hier die Double-Team-Aktion von der British Invasion. Beide gegen Ivan Kiev los. Aldis schnappt sich Kiev. Power Slam. So, jetzt soll hier. Oh, wird das ein Ansatz zum Texas Cloverleaf? Jawohl. In der Mitte des Rings, wenn der Speed Bouncer nicht kommt und das unterbricht, war es das. Oh, 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 du hast gesagt, da ist er schon. Unterbricht er die Submission-Aktion. Jetzt bricht hier ein bisschen Chaos aus. Wirft erstmal Douglas Williams nach draußen. Nick Aldis ist auf sich alleine gestellt. Sidewalk Slam Ansatz, aber das. Ivan Kiev mit einem Caesars Kick. Und das Williams unterbricht das Cover. Ja, da kam Doug Williams gerade in letzter Sekunde, um seinen Partner hier zu retten. Muss aber wieder raus. Und Nick Aldis ist wieder allein im Ring zusammen mit beiden Mitgliedern des Perch Clubs. Jetzt gehen sie gegen beide gegen Nick Aldis los. Es geht in die Seile. Oh, da läuft Aldis genau ins Knie. Und er richtet den Ref. Er hat den Ref erwischt. Da geht Kev the Ref zu Boden. Und jetzt, ich verspreche dir, jetzt bricht das Chaos aus. Oh, das glaube ich aber auch. Das ist eine Chance, die nutzt der Perch Club natürlich. Aber Douglas Williams ist schon wieder da. Doppelter Suplex von der British Invasion. Wie der Ring gebebt hat. Wahnsinn. Ja, und Kev the Ref, der ist, glaube ich, außerhalb. Er ist gerade nicht ansprechbar. Wir bräuchten dringend einen Ringrichter. Sonst bricht hier komplett das Chaos aus. Den Fans gefällt's aber. Doug Williams, Nick Aldis.
Ja, Double-Team-Aktion. German Suplex, Eldis auf dem obersten Seil mit dem Elbow-Drop. Aber wir haben keinen Ringrichter. Es zählt leider nicht von den Fans. Ah, wir sind schon bei 5, 6, 7, 8. Schon beide fragend nach einem Ringrichter. Wo ist das Dino? Wo ist unser zweiter Ringrichter? Oh, da kommt Pete Bowser. Und da ist Pete Bowser mit dem Titelgürtel zu. Dann hat er sich ganz heimlich und still besorgt. Schlägt auch auf Nick Ellis, aber der geht weg. Nick Ellis befördert hier Pete Bowser nach draußen, nimmt jetzt selbst den Titelgürtel. Wir haben immer noch keinen Ringrichter in diesem Match. Schlägt jetzt auf Ivan Kiev ein. Und tatsächlich, Kiev wird hier gefällt mit dem Titelgürtel. Jetzt gibt es wieder den Ansatz zum Texas Cloverly von Nick Aldis. Und Kev the Ref, er kommt zurück in den Ring. Und Ivan Kiev kommt ab. Wir haben neue Tag Team Champions. Dass das der Ringrichter gesehen hat, war ganz, war ich mehr Glück als Verstand. Gewinner via Disqualification. Oh, oh, Moment. Und weiterhin Unlimited Tag Team Champions, der Purge Club. Das darf doch nicht wahr sein. Dass der Purge Club jetzt doch durch Disqualifikation gewinnt. Es ist so bitter. Es ist so verdammt bitter. Ich hätte es den beiden so gegönnt. Nick Aldis und Doug Williams. Aber es sollte nicht sein. Der Ref hat es anscheinend gesehen, dass Aldis mit dem Gürtel zugeschlagen hat. Oh, hier sollten die Offiziellen auf jeden Fall nochmal ein Machtwort sprechen. Ich hoffe, das war noch nicht das letzte Mal, dass wir diese beiden Teams gegeneinander gesehen haben. Ja, eine sehr bittere Entscheidung für die British Invasion. Titel bleibt beim Purge Club. Sie gewinnen hier durch Disqualifikation. Ja, so bekommt das 100. Match-Jubiläum doch einen bitteren Beigeschmack. Sieger der Herzen und moralische Sieger, aber auf jeden Fall die British Invasion, Doug Williams und Nick Aldis. Und du hörst es, das Publikum, sie fordern ein Rematch. Verdient hätten sie es auf jeden Fall. Die British Invasion hat uns an diesem Wochenende auf jeden Fall großartige Matches gezeigt. Im Turnier um den Red Diamond Cup und jetzt hier als Tag Team um die Tag Team Titel. Leider hat es nicht geklappt, dass sie die Titel gewinnen, aber wer weiß, bei Unlimited Wrestling ist alles möglich. Ladies and Gentlemen, Nick Aldis und Doug Williams. Dann ist der folgende Kampf ein Singles-Match, angesetzt auf einen Fall. Und es ist das Finale des Red Diamond Cups. Cups hat es gerade gesagt, wir sehen nun das Finale des Red Diamond Cups. Das Turnier, was uns durch beide Tage von Restival begleitet hat. Und hier sehen wir den ersten Finalisten, Crowchester. Der auch deutlich gezeichnet ist. Schau dir mal die Brust von ihm an. Oh ja, die Spuren kann man immer noch gut erkennen. Crowchester konnte an Tag 1 Doug Williams besiegen. Und heute konnte er sich im Halbfinale gegen EC3 durchsetzen. Sein Gegner ist Eric Young. Der konnte am heutigen Abend im Halbfinale den Krampus besiegen. Gestern hat sich Eric Young in der ersten Runde gegen Martin Guerrero durchgesetzt. Man schaut noch, wie furchteinflößend sich Crowchester hier präsentiert. Er war ja schon immer etwas düsterer, mysteriöser. Ja, aber da ist nichts mehr vom alten Crowchester. Das ist eine komplett andere Person hier. Ja, jetzt ist er schon fast martialisch unterwegs mit dieser Maske, mit diesen Bitterhörnern. Und erneut ist JD an seiner Seite. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, was der Mann für einen Unterschied ausmachen kann.
da ist er, der World-Class-Maniac Eric Young. Der Mann, der sich ja wirklich in die Herzen der Fans gewrestelt hat an diesem Wochenende. Ich denke, das kann man ruhig so sagen. Und du siehst, er lässt seinen Arm noch ein bisschen hängen. Ja, da hat er ja vorhin einige Probleme gehabt. Wir werden sehen, wie es ihn beeinflussen wird. Ob überhaupt. Und wie gezeichnet ein Crowchester ist, werden wir ja auch sehen. Crowchester gegen Eric Young. Finale Red Diamond Cup. Okay, stellt euch jetzt die beiden Finalisten einmal vor. Linken. Mit einem Gewicht von 86 Kilogramm aus Russland. Ich präsentiere euch Crowchester. To my right side. Weighing in 235 pounds from Nashville, Tennessee. He's the world class maniac, Eric Young. Der Referee für dieses Finale, Kev the Ref. Ring frei. Das ist das Objekt der Begierde, der Red Diamond Cup. Beide Männer haben über zwei Tage lang hart gekämpft, um in dieses Finale zu kommen. Einer dieser beiden Männer wird mit dieser Trophäe heute nach Hause fahren. Ja, und Crowchester legt gleich los, läuft aber hier direkt in den Faustschlag von Eric Young. Und du siehst, der linke Arm von Eric Young bleibt hier immer etwas in dieser Schonhaltung. Ja? Also er arbeitet hier nur einarmig. Dieser ist auch getaped worden mittlerweile. Ja. Und hier Suicide Dive! Wow. Da zeigt uns Eric Young, dass auch er fliegen kann. Sowas kennen wir ja sonst von Crowchester. Was für eine Geschwindigkeit das Match bis jetzt schon hat. Eric Young auf dem dritten Ringside fliegt an Crossbody! Wow. Eins, zwei! Bei zwei kommt Crowchester nochmal raus. Und es geht schnell weiter. Eric Young schnappt sich hier Crowchester und geht in die Ringecke mit ihm. Whip in. Reversal. Crowchester nimmt Anlauf. Aber Eric Young, der setzt ihn jetzt einfach mal das oberste Ringseil und schlägt zu. Der lässt hier nichts anbrennen. Die haben wir schon mehrfach erwähnt, auch er ein absoluter Veteran. Oh, aber Crowchester geht ja direkt auf den angeschlagenen Arm von Eric Young los. Er hat sich das Match auch angeschaut gegen Krampus. Er weiß, dass der Arm litiert ist. Man sieht es ja auch deutlich. Und hier ist JD. Oh, und JD greift ein. Und der Ringrichter ist mal wieder abgelenkt. Oh, das ist ganz, ganz bitter hier für Eric Young. Crowchester folgt jetzt Eric Young nach draußen. Oh, und rammt hier den Arm auf den Apron, den härtesten Teil des Rings. Schlägt hier weiter auf Crowchester, aber der wehrt sich. Cover, aber nur bis zwei. Eric Young kann sich noch einmal befreien.
Oh, und sein Arm wird hier böse verdreht. Dem Publikum gefällt es nicht, aber das dürfte Colchester reichlich egal sein. Und mit der Gunst des Publikums hat er längst abgeschlossen. Wie man auch hier sieht, auf jeden Fall bearbeitet hier Colchester weiter den lidierten Arm. Standing Moonsault auf den Arm. Eins, zwei. Ja, Eric Young, der hat Schmerzen. Und oh, 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 das kennen wir. Colchester lenkt schon wieder den Ringrichter ab. Da ist JD, macht sich wieder über den Arm her. Ich meine, er ist ja auch nicht irgendwer. Er ist ja auch ein ehemaliger Tag Team Champion. Dürfen wir auch nicht vergessen. Aber das scheint inzwischen fast wie eine ganz andere Zeit. Ja, der ist auch nicht mehr wiederzuerkennen. Whip in here. Eric setzt hier den Piledriver an, aber Colchester kann sich befreien. Zeigt hier die Armbar auf diesen ledierten Arm. Oh, wie lange kann das Eric Young durchhalten? Sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Er raubt sich zum untersten Seil. Hofft, dass er irgendwie da reingreifen darf. Oh, Colchester ganz geschickt. Da rollt er ihn ja wieder weg, damit er nicht an die Seile kommt. Daraus wird gleich noch ein Einroller. Und deckt wieder die Armbar. Wie eine Klette hängt hier Colchester an Eric Young. Beide haben schon ein Match heute in den Knochen. Das sieht man bei Eric Young, bei Colchester irgendwie nicht. Das Publikum versucht hier Eric Young nach Leibeskräften zu unterstützen. Ja, das scheint auch zu wirken. Irgendwie kämpft sich jetzt Eric Young langsam, aber sicher an die Seile. Er raubt das Seil, ja. Aber Colchester, der lässt einfach nicht locker. Und er greift jetzt ein. Jetzt muss Colchester loslassen. Im allerletzten Moment lässt er erst los. Wickelt Colchester den Arm von Eric Young hier um das mittlere Ringseil. Und JD lenkt den Ringrichter ab. Ah. Wie lange geht das noch gut? Da muss jetzt wirklich mal ein Machtwort von offizieller Seite gesprochen werden. Colchester will weiter auf den Arm losgehen, aber mit dem gesunden Arm wehrt sich Eric Young, zeigt eine Clothesline. Elbow. Discus Lariat. Auch mit nur einem Arm ist Eric Young hier immer noch im Geschäft. Geht aufs dritte Ringseil, aber Colchester schon wieder da. Oh, auf dem obersten Seil. Eine wackelige Angelegenheit für beide Wrestler. Colchester stürzt. Und Eric Young will fliegen. Elbow. Und jetzt der Pin hier. Eins, zwei. Colchester kommt raus, es war nur bis zwei. Jetzt steigt Eric Young nochmal aufs oberste Ringseil. Aber das JD. JD schon wieder, das darf doch nicht wahr sein. Aber diesmal hat es nicht damit bekommen. Hat Kev the Ref jetzt endlich genug? Das Publikum fordert es, schmeißt ihn raus. Für JD. Eine sehr gute Entscheidung. Endlich. Es wurde auch höchste Zeit. Da hat unser Ringrichter jetzt hier sehr gut reagiert. Die Fans freut es, Eric Young freut es auch. So, es ist Crowchester auf sich alleine gestellt. So, Eric Young macht jetzt da weiter, wo er vorhin aufgehört hat. Klettert weiter auf Seil. Aber das Crowchester. Oh, oh. Ja, Crowchester ist wieder fit, kommt hinterher gesprungen, wird vom Seil gestoßen, landet auf den Beinen. Dropkick.
von Crowchester. Jetzt der Pin. 1, 2. Es war nur bis 2. Auch in Eric Young steckt immer noch Luft. Wieder geht es weiter mit harten Attacken auf den Arm von Eric Young. Will hier Eric Young auf die Schulter nehmen. Schlägt hier weiter auf Eric Young ein und geht wieder auf diesen ledierten Arm los. Ja, Codebreaker gegen den Arm. Fireman's Carry. Into a Flapjack. Sehr gut gemacht von Crowchester. Split Legged Moonsault. Aber es reicht noch nicht. Oh, jetzt geht Crowchester noch auf unserem Ringrichter los. Was soll das denn jetzt hier? Was er gar nicht mitbekommt, Eric Young steht schon wieder. Der Enzogiri geht ins Leere. Eric Young wieder am Drücker. Oh, Bulldog von Crowchester. Der hat das sehr gut gekontert. Letzter Pin. 1, 2. Eric Young kommt auch hier wieder raus. Oh, und jetzt zeigt es Crowchester an. Ja, das ist das Zeichen. Zeigen. Genau, du sagst es für den 630. Die Fans haben schon einen Gewinner ausgemacht. Aber am Ende zählt, was der Ref entscheidet. Crowchester auf dem obersten Ringseil. 630, aber Eric Young war schon weg. Aber Crowchester landet auf den Beinen. Aber jetzt steckt er den Piledriver an. Piledriver! 1, 2, 3. Das war's! Eric Young gewinnt den Red Diamond Cup. Gewinner dieses Matches via Pinfall. Und damit der Gewinner des Red Diamond Cups. Der World Class Eric Young! Trotz des ledierten Armes konnte hier Eric Young das Turnier gewinnen. Wen hat er nicht alles besiegt? Krampus, Martin Guerrero und im Finale Crowchester. Was für eine Leistung. Da sieht man einfach, wer die Erfahrung im Ring hat, auch mit so einer Verletzung so ein Match zu führen und das Match dann auch zu gewinnen. Eric Young hat sich in die Herzen der Fans im Clubhaus Thale gewrestelt. Wrestival, das größte Spektakel auf europäischem Boden seit Jahren. Und hier bekommt er das Objekt der Begierde von Kev the Ref überreicht. Der Red Diamond Cup. Eric Young, der begeisterte Hobbyangler, hat sich hier diese Trophäe geangelt. Man kennt ihn ja auch aus der TV-Sendung Freestyle Fishing mit Eric Young. Das wollte ich jetzt einfach vor lauter Freude hier nochmal loswerden. Ja, liebe Fans, im 101. Match der Unlimited Wrestling-Geschichte hat sich Eric Young diese Trophäe gesichert. Danke, dass ihr mit dabei wart, egal ob live oder im Stream. Schaut wie immer auf unsere Homepage unlimitedwrestling.de, um euch über die kommenden Shows zu informieren. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Eins ist sicher, Para, das war eins der denkwürdigsten Wochenenden überhaupt in Wrestling Deutschland. Schön, dass ihr dabei wart. So sehen Sieger aus. Bis zum nächsten Mal, liebe Fans.